Hallihallo bei Pardauz, ich bin der Nico und spiele heute Monster Hunter Rise, die Demo, zusammen mit Anja. Hallo. Und Marie. Hallo. Und wir sitzen hier nebeneinander und dachten, wir spielen einfach mal ein bisschen hier in Monster Hunter Rise. Kann sein, dass irgendwer vielleicht nochmal mit beitritt, wie Nick oder Felix oder Hale oder so. Wir sind auf jeden Fall im Discord im Start, da kann man da einfach beitreten. Und ansonsten werde ich jetzt erstmal Basis-Trainingsquest spielen und dann die Vivenrit-Trainingsquest. Wichtig ist bei dieser Demo, man kann das unten rechts sehen, man darf nur 30 Missionen spielen und dann ist die Demo alle. Weiter geht's dann nicht. Und hallo Susanne, hallo Lütke. Guck mal, Lütke grüßt uns auch alle. Hallo. Und Susanne hat uns vorhin schon gegrüßt. Und die Basis-Trainingsquest und die Vivenrit-Trainingsquest, die darf man aber so oft spielen, wie man das möchte. Deswegen zeige ich euch die schnell, damit ihr dann nochmal seht, was ist alles so neu. Und dann spiele ich wahrscheinlich die Anfängermission und danach den Mizutsune. Wichtig ist, die beiden habe ich schon angezockt, das hier noch nicht. Das wird dann für mich auch völlig neu sein. Fangen wir mal mit der Basis-Trainingsquest an, um das Spiel kurz mal kennenzulernen. Auch online nicht über 30. Ne, ich glaube, das ist tatsächlich insgesamt. Ja, also wie das halt immer ist, ne, hat man, weiß ich nicht, 14 was? 14 Waffentypen in Monster Hunter. Und die sehen auch alle ganz nice aus und fesch und haben sich ein bisschen verändert. Und jedes Monster Hunter nehme ich mir immer vor, dass ich jetzt eine neue Waffe spiele. Dann nehme ich eh das Großschwert, also nehme ich direkt das Großschwert. Ihr kennt mich. Erster Eindruck, also die Trainingsquests geben jetzt nicht so viel her. Muss man sagen, also dass ich jetzt einen großen Eindruck hätte von dem Spiel. Aber alle Trailer, die ich gesehen habe und das bisschen, was ich hier spielen konnte, fand ich halt schon mal richtig, richtig fesch. So, das Gelaber, das können wir mal ein bisschen skippen, weil es relativ unwichtig. Aber ich finde das Spiel bisher sehr hübsch und es hat sehr nice Features. Und wie sie nachher im Spiel ankommen, da muss ich einfach mal die Mission zocken. Das habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht, indem man dann gegen die großen Viecher kämpft. Also, man kann halt mit dem Analogstick gehen, wie man das von Monster Hunter kennt. Man kann mit B eine Ausweichrolle machen. Wenn ich R1 gedrückt halte, dann kann ich ein bisschen schneller laufen. Wenn ich Y drücke, dann kann ich einen Gegenstand benutzen. Wenn ich L1 gedrückt halte, kann ich mit Y oder A zwischen den ganzen Gegenständen, die ich so habe, hin und her switchen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier ist eine große Fastbombe. Und dann kommt irgendwer angelaufen, schreit Scheiß auf die Bombe und dann explodiere ich. Oh, sieht gut aus. Kurze Frage, hört man dann das Spiel ganz gut und mich ganz gut oder ist irgendwas zu leise oder zu laut? Das wäre vielleicht nochmal interessant. Und ansonsten, man hat zwei Angriffsknöpfe. Der eine ist X, das ist der, und der andere ist A, das ist der. Und je nachdem, wie man das rankombot, hat man dann unterschiedliche Moves. Das Großschwert funktioniert eher so, dass man seine Schläge am besten auflädt. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, 1, 2, 3-stufige Aufladung, mach mit X gedrückt halten den nächsten Move ran. Da muss man am besten loslassen, wenn die dritte Aufladung durch ist. Und bis man dann den trifft und der macht gewaltigen Schaden, vor allem wenn der erste Hit davon trifft. Man kann das Ganze auch abkürzen, wenn man auflädt und dann A drückt, macht man einen Schultermove. Das kann man wiederholen, Schultermove, und dann ist man direkt auf der dritten Stufe von der Waffe. Man kann direkt diesen Schlag machen, aber das kommt mit der Zeit, also das wird man dann sehen. Hallo Drachet, grüß dich. Nein, kannst Spiel lauter machen. Spiel ist momentan leiser. Warte. Ich mach das mal einfach. Ich hatte das vorhin ein bisschen umgestellt, weil die Mucke im Menü so laut war. Aber ich stelle das jetzt um und wenn es nachher doof ist, dann sagst du mir einfach Bescheid. So. Gehen wir mal bis dahin. So. Jetzt ist das Spiel ein bisschen lauter. Wenn ein bisschen mehr Action ist, dann kann man es vielleicht mal besser machen. Ja, ansonsten, es gibt noch ein paar neue Features, die erkläre ich euch gleich. Aber erstmal labere ich hier mit Meister, ich habe seinen Namen vergessen, Utsushi. Genau, er erklärt mir erstmal das Lager. Da kann ich dann meine ganzen Ausrüstung wechseln. In der Vorratstruhe kann ich mir Vorratsgegenstände rausholen. Und ansonsten wartet er jetzt unten am Fluss auf mich. Es gibt natürlich eine Map. Da erklärt er mir nochmal, wie ich die benutzen kann, dass ich da zoomen kann und so weiter. Und mir da alles relevant angezeigt wird. Ansonsten, was auch neu ist, ist unten das mit dem Steuerkreuz. Unten rechts, da kann ich jetzt mit links und rechts mir bestimmte Funktionen raussuchen. Und dann mit Steuerkreuz unten oder oben die Sachen benutzen, wie zum Beispiel Waffebreite. Da kann ich dann irgendwie in coole Pose gehen, falls ich Fotos machen will oder so. Oder halt die Detailkarte. Und dann kann ich mir einen Überblick verschaffen über die Map. So.
Das ist die Vorratstruhe. Und da sind dann Items drin, wie zum Beispiel Erste-Hilfe-Tränke. Die nehme ich jetzt mal mit. Wie, kein Steak? Nimmst du kein Steak mit? Ich Steak habe mit in? tatsächlich voll. Guck mal hier, ich habe gebratene Steaks, 8 Stück. Achso. Und jetzt esse ich mal ein. Oder auch eins. Und das erhöht meine maximale Ausdauer. Das ist dieser gelbe Balken. Ja, okay, höher geht's jetzt erstmal nicht. So, der Dude ist jetzt da unten. Spoiler, ich habe Seilkäfer, mit denen kann ich so geile Scheiße machen. Erkläre ich euch aber gleich, weil er erklärt mir das jetzt. Das sind nämlich die sogenannten Seilkäfer. Unten. Ja. Unten sind so zwei Seilkäfer-Symbole. Das sind diese türkis-blauen, ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Weiß. Icons. Weiß. Diese weißen Icons. Und wenn man ZL gedrückt hält, kann man mit X nach oben gehen. Oder ich drücke A und dann kann ich dasselbe nach unten machen, quasi. Wenn ich zum Beispiel in der Luft bin, komme ich dann schneller runter. Ich kann aber auch ZL gedrückt halten und ZR drücken, um genau mit dem Fadenkreuz zu entscheiden, wo das hingehen soll. Zum Beispiel jetzt nach da. Fusch. Und wenn ich da jetzt hoch will, weil er will, dass ich das mal mache, dann mache ich einfach wusch und dann bin ich oben bei ihm. Und dann geht es hier auch weiter. Seht ihr, ich bin Naturtalent. Das sind übrigens ja, der Palamute und der Palico. Blitz und Donner heißen die. Das ist auch ganz fesch. Und hier erklären sie mir nochmal, wie ich den Palamute reiten kann. Also die Bedienung ist eigentlich ziemlich genau wie beim Jäger selber. Plus das Driften, das ist richtig fancy, das zeige ich euch gleich mal. Also es gibt zwei Sachen, wie ich den Palamute reiten kann. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach A gedrückt halten oder ich wähle hier in diesem Menü, lass mich rauf aus und drücke Steuerkreuz nach unten, dann reite ich ihn auch. Wenn ich auf ihm drauf bin, kann ich mit R schnell laufen. Ich kann dann mich in die Kurve legen und mit ZL driften. Und nach so einem Drift gibt es einen automatischen Turbo-Boost, was auch recht fesch ist. Ich kann, während ich auf das Tierchen reite, kann ich, glaube ich, auch Steaks essen oder sowas, genau. Und ich kann auch angreifen mit ihm. Da hat er so ein kleines Messer im Maul, mit dem er dann wild rumattackiert. Das Driffen ist unlogisch, das ganze Spiel ist unlogisch. Es muss einfach nur cool sein. Bam! Mit A ging, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann von ihm noch abspringen. Ja, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, was man von ihm machen kann. Und dann gehen wir mal zum nächsten Zielpunkt. Das Schöne ist, genau, ich kann auch die ganzen Viechis, die hier so rumschwirren, sammeln, obwohl ich auf ihm drauf bin. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Blitzbombe gesammelt. Hier ist ein bisschen Kot. Bisschen Kacker. Das nimmt immer das Häufchen mit. Es ist vor allem, es ist ein richtig monströses Häufchen. Hast du das gemacht? Nee. Hier, das ist auch. Warte, du musst nur die Taste drücken und auch noch geradeaus driften, um den Boost zu halten. Okay. Der Bob ist so süß. Der ist so dick. Der ist halt richtig fancy. Es gibt Irrlitze. Das sind kleine Tierchens, die mich buffen. Das ist das einfach in ganz kurz erklärt. Da zeigt er mir das nochmal an. Kleine Helferwesen, einheimische Wesen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel hingehe, kann ich den einsammeln und zack, habe ich 5 mehr maximale Ausdauer. Und da gibt es halt unterschiedliche, die dann zum Beispiel auch die Angriffskraft boosten, Verteidigungskraft oder andere Sachen. Zum Beispiel der Tuchfalter, wenn ich den sammle, kriege ich einen Buff auf meine Verteidigung. Er ist so hübsch. Der ist richtig hübsch. Und dann gibt es auch noch so Käfer wie diese Blitzkäfer. Wenn ich da rangehe, kann ich zum Beispiel Gegner, die in der Nähe sind, blenden, indem ich das drücke. Pfusch! Hat eine Blitzbombe, ne? Ein Knochenhaufen. Attention, please. Attention. Gedrehte Reste. So, ich glaube, jetzt zeigt er mir erstmal ein paar Feinde oder sowas. Bin mir nicht mehr sicher. Ja. Genau, Gesundheit und Ausdauer, das ist Statuswerte, kennen wir. Es gibt noch einen Schärfebalken. Je höher die Schärfe ist, desto krasser ist das und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meiner Waffe irgendwo abpralle. Aber es ist eh alles, es kommt im Spiel. Ne? Das macht jetzt kein allgemeingültiges Tutorial. Ich rush das hier nur ein bisschen durch. Ja, da sind kleine, wie hießen die? Izuchis oder was? Izuki? Weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Und die soll ich jetzt einfach mal verpelzen. Das ist natürlich relativ einfach. Da muss ich jetzt nicht große Kombos machen, weil es halt totale Dulli-Gegner sind. Und jetzt lobt er mich, wie toll ich das gemacht habe.
Und Monster kann man immer zerlegen, um sich aus zerlegten Monstern dann neue Gegenstände irgendwie zu basteln. Oder halt Ausrüstung, ne? Neue Waffen, neue Brustpanzer und was weiß ich. Deswegen loote ich die jetzt mal weg. Da. Musst du auch wieder Schwert schärfen? Ja, das muss ich auf jeden Fall. Wo ist er? Wo ist er? Dann berichte ich ihm jetzt ganz stolz: Hey, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe Viechis gelootet. Wo ist er denn da unten? Ach ja, das ist gerade übrigens ein Seilkäfer-Upgrade. Jetzt kann ich diesen Skill hier dreimal machen. Dann kann man halt so richtig durch die Gegend fliegen und unten sieht man den Cooldown dafür. Was ich vergessen habe zu erzählen, wenn ich die gleichen Tasten verwende, also ZL und dann X oder A, aber ich habe die Waffe draußen, dann sind das spezielle Angriffe. Ich mache jetzt mal das mit A, dann ist das so ein nach vorne Rusher und was das macht, weiß ich noch nicht, ob es meine Angriffskraft boostet oder sowas. Das haben wir noch nicht herausgefunden. Und ich kann ZL und X drücken. Dann mache ich so einen Husch Luftangriff. Auch ziemlich fancy. Aber ansonsten habe ich das noch nicht herausgefunden, was mir das bringt. Also dieser eine, der nach vorne hier. Wenn das jemand weiß, dann sagt mir das gerne. Dass mein Arm jetzt blau leuchtet. So, jetzt erklärt er mir die Schnellreise. Dazu kann ich meine Karte öffnen. Das ist die. Und dann kann ich jetzt das Hauptlager auswählen und dann reise ich mal zum Zielort. Mit diesem Schnellkäfer. Dann schnacke ich mit ihm und dann sagt er: Ey, du bist ja ein toller Typ. Und die Mission ist vorbei. 20 Sekunden warten und tschüss. Das Schöne an dieser Mission ist, dass man die halt so oft machen kann, wie man möchte. Und ich habe mir jetzt kaum was angeguckt. Aber man könnte auch anstatt die Quest abzugeben, jetzt ganz viel hier nochmal rumlaufen, sich die Gegend angucken, ein bisschen das Kämpfen üben, dasselbe mit den unterschiedlichen Waffentypen spielen, um das Spiel einfach gut kennenzulernen. Quest erfüllt. Sehr schön. Ja, war richtig hart, oder? Und es gibt jetzt eine neue Funktion, den sogenannten Wyvern-Ritt. Da bin ich jetzt auch kein Meister drin, aber ich zeige euch das ganz kurz. Ja, ich nehme eh immer die gleiche Waffe. Ich weiß. Genau, jetzt erklärt er mir ganz kurz, dass man Wyvern jetzt reiten kann. Das ist nämlich, also zu einem gewissen Teil neu. Vorher konnte man die kurz reiten, umbashen, da lagen die auf dem Boden, dann konnte man drauf reinknüppeln. Aber jetzt kann man die Monster reiten und mit denen auch nochmal Angriffe ausführen. Aber das zeige ich euch. Ich finde das übrigens hier, das ist ein sehr schönes Bild. Das habe ich vorhin ins Discord geschickt, falls wer gesehen hat. So, wusch und wusch. Ich mag das. So, und hier gibt es nämlich auch was ganz, ganz Cooles. Guck mal, das sind Marionettspinnen. Die sind so süß, so Und die flauschig. kann man sammeln. Habe ich die Ganz gesammelt? Oh, da viele. war eben noch eine. Die kommt immer wieder. Und hier, das ist ein Seilkäfer-Upgrade, glaube ich. Ja, das ist voll gut. Und ich erkläre euch gleich, was es mit den Marionettspinnen auf sich hat. Oder ich mache das gleich. Die kann man benutzen, das sind Items. Das heißt, ich rüste die aus, drücke Y und dann pupsen die. Bam. Und wenn man damit Gegner oft genug trifft, also reitbare Gegner, dann kann man die reiten. Das ist die Erklärung. Also es gibt nämlich so einen sogenannten Reitbar-Status und wenn der dann voll ist, kann man die Monster reiten. Und entweder muss man die halt mit so Seidenangriffen von der Marionettspinne treffen oder halt mit diesen Moves, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das sind so Seidenbinder-Angriffe, also alle Angriffe, für die man seinen Seilkäfer da benutzen muss, sorgen dafür, dass die Reitleiste steigt beim Monster, bis ich es dann letztendlich reiten kann. Aber das muss ich ein bisschen noch erfahren, also ich habe mir das hier nur einmal ganz kurz gegönnt. Muss mal wissen, wie das denn so im Spiel ist. Da erzählt er mir das jetzt nochmal kurz mit den Spinnies. Und dann packen sie jetzt auch schon den ersten Azurus aus und sagen: Ey, reite den nochmal. Und ich sag: Hey, ich habe hier was von Spinnen gefarmt und verfehlen natürlich. So.
Jetzt hat die Spinne ihn getroffen und jetzt hat er einen Reitbar-Status. Das sieht man, dass da diese ganzen Käfer drum rum krakeelen. Und ich kann jetzt rangehen und A drücken, um ihn zu reiten, oder ich kann ihn einfach hauen. Es ist egal, was ihr von beiden macht. Ich hau ihn einfach. Das macht ja auch nochmal Schaden. Und zack, kann ich das Monster reiten. Und da kann man ganz normal, wie mit dem normalen Charakter auch, wenn man R1 gedrückt hält, kann man sich halt schnell fortbewegen. Wenn ich jetzt nicht R drücke, dann struggelt er einfach so ein bisschen und kämpft gegen mich an. So. Und jetzt erzählt er halt ein bisschen was dazu. Im Training hast du ewig Zeit, aus dem Feld, bla 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 bla. Hier ziemlich Wumpe. Man kann auch angreifen, also mit X zum Beispiel hat man einen leichten Angriff, das ist dann der. Und jedes Monster hat natürlich andere Angriffe. Mit A hat man den starken Angriff, das ist dann das Ding hier. Und mit B kann man ausweichen. Es gibt ein normales Ausweichen wie das hier. Und es gibt ein sogenanntes Notfallausweichen. Das sieht man unten, wenn es so grün leuchtet. Das kann man halt nur in bestimmten Notsituationen verwenden. Und das verbraucht dann einmal so ein Käfer. Monster schleudern. Genau, ich kann Y drücken, um das Monster so nach vorne rushen zu lassen. Damit es dann gegen irgendeine Wand fällt. So, ich zeige euch das mal. Ich drücke jetzt Y. Er fällt gegen. Bam. Kann ich direkt Balance finden, indem ich Notfallausweichen mache und ihn da auch nochmal gegen schleudern. Bam. Wieder Balance finden. Und da auch nochmal gegen schleudern. Ja, hab's ein bisschen verkackt. Der liegt am Boden. Und dann könnt ihr dafür sorgen, dass ihm das richtig wehtut. Das waren jetzt erstmal die groben Grundlagen, aber man kann auch nochmal gegen andere Monster mit dem aktuellen Monster kämpfen. Und das demonstrieren sie jetzt hier einmal. Da gibt es nämlich einen sogenannten Wyvern-Ritt-Balken, das ist dieser Balken, den ihr in der Mitte seht. Und wenn der voll ist, kann man so einen super Modus aktivieren. Oh. Wir machen jetzt hier mal einen leichten Angriff, Notfall ausweichen. Jetzt hier nochmal einen starken Angriff hinterher. Oh, nicht geklappt. Komm hier jetzt aber. Notfall ausweichen. Aua, das ist aber ein Sack, oder? Ich glaube, ich mache mal den leichten Angriff, der ist ein bisschen schneller. Uff, so ein langsamer Bär, ich sage euch das. So. Bisschen unbeweglich, das Vieh. Oh, jetzt hat er so einen Po-Angriff gemacht. Jetzt komm, ich will ihn mit dem starken Angriff mal erwischen. Yes. Und jetzt nochmal. Ins Gesicht. Ah, oh, schön. Ich glaube, richtig cool ist es dann, wenn man irgendwie so ein Rathalos oder sowas reitet, die dann auch fett Feuerbälle schießen können und so. Und dieser Balken ist jetzt unten fast voll. Ich glaube, einen Angriff noch, dann habe ich's. Autsch. Ah, widerspenstiger Gegner, ey. Ui. Nee, ausweichen. So, genau, jetzt ist der Wyvern-Ritt-Balken voll. Und wenn ich jetzt X und A gleichzeitig drücke, dann kommt halt ein, wie nennen sie das? Um den verheerenden, berittenen Rächer auszuführen. Mhm. Und während dem berittenen Rächer kann ich halt mit X oder A Angriffe machen, um das Monster garantiert zum Sturz zu bringen. So, warte. Schnelle und schwer zu erwischende Monster solltest du erst stürzen lassen, um ihm dann den Gnadenschuss zu verpassen. Ja. So, das heißt, ich kann jetzt mit X und A den berittenen Rächer starten. Und dann bin ich jetzt in so einem Ultramodus, in dem ich ganz böse auf ihn aufpelzen kann. Mit krassen Kombos. Ja, dann kann man da halt raufklirren, bis er tot ist. Und die Nuke. So, das war jetzt, glaube ich, genug. Au, 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 scheiße. Die Mission ist vorbei, hört auf! Okay. Ja, die haben wir weggeschmissen. Ja. Aber ich glaube, das war jetzt genug Tutorial-Schüsse. Jetzt fangen wir mal an, das Spiel zu spielen. Also ich bin auf jeden Fall in dem Spiel gespannt, das Hunting Horn mal wieder zu probieren und ansonsten wahrscheinlich Großschwert. Also ich muss hier, glaube ich, einmal raus zum Titelbildschirm. Und mehr Spieler. So, mehr Spieler kann ich irgendwas, bla bla bla, online, ne? Ich erstelle mal ein Lager. Das Ziel ist... mir egal.
Passcode. Ja. Darf ich den jetzt einstellen? Was ist denn unser Passcode? Der ist. Der ist. Der ist. Oh, 555. Der ist. 1409. Oh mein Gott, was könnte das sein? Das ist mein Geburtstag. Ach was. So, wer mitmachen will, kann rein. Wir brauchen deine Lager-ID. Ja, ist das nicht 1409? Oder? Nein, das ist der Lager-ID. Das ist die Lager-ID. G9YUBC. Vor allem da oben die Restzeit. Ist das die Zeit, die ihr jetzt nur habt, um beizutreten? Das ist ja echt wenig. So schnell eintippen kann hier. Ja, das dauert halt echt ein bisschen. Also ich schlage auch vor, dass wir erstmal mit dem Groß Izuki anfangen. Weil ich glaube, direkt so ein Misozune ist stressy. Sofort geschritten. Ja, das brauchen wir jetzt nicht in unserem Leben. Das mit der Restzeit finde ich ein bisschen... So, was passiert, wenn jetzt abläuft? Ach so, dann nimmt er einfach eine Mission an. Das ist ja... Baut ein bisschen Druck auf, oder? Sind jetzt alle drin? Ja. Okay, nice. Ja, nehme ich das Großschwert? Ja, komm. Wir nehmen jetzt einmal das Großschwert und dann vielleicht was anderes. Darf ich nur einen von beiden nehmen? Anscheinend. Oh, das ist aber nicht fair. Ja, dann nehmen wir den Palamut nehme ich, weil den Palico kennt man schon und ich kann mit dem ja reiten und schneller und so. Bereit zum Aufbruch. Ist noch Platz für einen? Ja, theoretisch schon. Gucken wir, ob du jetzt ins Lager reinkommst oder wie das funktioniert. Also, Lüdger hat die Lager-ID reingeschrieben und das Passwort ist 1409. Ja, also Aufgabe ist es jetzt, ein Groß Izuki zu jagen. Und wo der ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Hier ist ein Seilkäfer-Upgrade-Vieh. Nee, ist ein großer Seilkäfer, der trägt uns hier rüber, ne? Wow! Eieieiei. Oh, ein Bitterkäfer. Das ist aber hübsch. Ne? Aber ich wollte nochmal zur Truhe. So. Hier ist nämlich eine Vorratstruhe. Erste Hilfe. Habe ich jetzt mal einen rausgenommen und eine simple Ration habe ich mir eine geklaut. Und die werde ich dann auch erst... Nö, ich pfeife mir ein gebratenes Steak rein. Ja, es war eben ein bisschen doof, dass man wirklich nur 60 Sekunden hatte, um dann auf die Mission zu gehen. Das war ein bisschen ätzend. So ist... Der Pfeil zeigt uns sogar hin, wo wir hin müssen. Das ist ja... Jeff? Ich heiße Jeff. Ist das meiner? Gehörst du mir? Ja, ist meiner. Geht relativ schnell mit dem Kommunizieren, finde ich jetzt. Mit dem Steuerkreuz, das haben sie gar nicht so unklug gemacht. Okay. Hallo Marie, was machst du hier? Essen. Was gibt's denn? Steak. Was hast du denn an? Das leuchtet voll cool. Voll Endgame-Gear hier. Leuchtet. Ja. Oh, Seilkäfer. Seilkäfer-Upgrade. Und genau, hier ist nochmal so ein... Wo ist denn dein Hündchen? Ach, hier sind wieder diese... Oh, schafft er nicht. Diese komischen, wo man nicht weiß, ob sie niedlich sind oder wo bist du denn? Na, hier mit dir. Warte, die gucke ich mir an. Wie kann ich meinen Hund noch machen? Die zeige ich kurz. Du kannst entweder rangehen und einfach A gedrückt halten. Das ist nicht dein Hund? Das ist... Manuel ist dein Hund. Meiner ist Jeff. Da, Jeff, guck... guckt euch die an. Finden wir die süß oder finden wir die gruselig? Gruselig, der soll sich mal so hinlegen. Ich weiß nicht, hier ist. Da sind ja noch ein paar von denen. Guck mal, da. Oh nein, die hier lang pummeln. Ich glaube, die mögen mich nicht. Vielleicht töte ich die. Tschüss. Oh Gott, oh, es ist jetzt tut es mir ein bisschen weh. Tut's mir ein bisschen leid. Ah, er lebt noch.
Also guck mal, ich mach schon gar nichts mehr, ne? Schleppt der jetzt hier eine Bombe hin? Was ist damit ihr nicht richtig? Ein Bomben-Badgie. Großfleisch gibt's für die, okay. Also ich hatte vorhin so ein Dings bekommen. Und was? Eine Zündschnur oder sowas. Lüt gesagt, die sind süß. Ja, manchmal setzen sie sich so ganz knuffig hin. Das ist dann auch ein Ja, dann sind die wirklich niedlich. Ich weiß gar nicht, was sind diese Fragezeichen auf der Map? Siehst du sie auch? Guck ich mir die erstmal an? Das ist ein Flugfall. Ich glaube, ich mache erstmal eine Entdeckungstour. Was ich mich jetzt frage, ob es denn jetzt immer noch. Was war oh, das hier gerade? Feinkäfer. Sehr lustig. Spierlinge. Sieht aus wie eine Pflanze. Ob man immer noch sowas wie Psychoserum braucht und Farbbälle oder ob der Pfeil mir jetzt immer das nächste Ziel anzeigt. Oder? Ob das jetzt nur für die Demo so ist, das weiß ich noch nicht. Ja, wir sollten auf jeden Fall dran denken, dass wir auch nur bestimmte Zeit haben. Oh, ja, wir haben 50 Minuten. Guck mal. Oh, der lag gerade so voll auf dem Stein. Oh. Ja, rechts. Ja, ja. Guck mal, wie er sein Leben genießt. Oh, wie er sich auf den Bauch klöppelt. Voll süß. Was geht hier? Ich muss schon mal sagen, ich finde die erste Map, die man jetzt vom Spiel hier schon mal sehen kann, finde ich sehr hübsch. Oh Gott, das ist ein Dunkkäfer oder sowas. Ein Miefwiesel. Ich hab's aufgehoben. Das ist ein Donnerkäfer? Nee, Miefnerb, das ist wie ein Dönerkäfer. Guck mal, wie, was er hier wegarbeitet. Was ist das? Süß. Donnerkäfer. Ja, stimmt, ich wollte noch zu diesem Fragezeichen hin. Komm, Jeff, lass mich rein. Weg. Warte mal, bevor ich hier irgendwas auslöse. Wieso, wo bist du denn? In dem Fragezeichen. Aber es sind zwei, also das Fragezeichen bewegt sich. Ach, dann sind das die großen Monster. Okay, dann gibt es hier aber zwei auf dem auf der Quest. Oh, dann machen wir Azuros zuerst. Wenn wir zwei. Wenn Izuki uns erzählt ist, machen wir Azuros. Ich komme mal schnell zu dir. Ah. Oh Gott. Der andere ist an mir vorbeigezischt gerade. Nicht, dass er schon tot ist, wenn ich komme. Wow. Das Ziel fokussieren? Was? Verstehe ich nicht. Warte mal, L? Achso, okay. Ah, ich weiß nicht, ich habe dieses Fokussieren ehrlich gesagt nie benutzt. So, ich reite mal eben, ne? So, er liegt. So was will ich auch nicht. Ich dachte, er liegt. 277 auf dem Po. Alter, komm. Oh Gott, was mache ich denn für komische Angriffe? Das ist so neu. Da muss ich mir noch. Au, Anja! Hä, ich hab gerollt, bist du mal? Also, irgendwer hat mir gerade ein Schwert in den Rücken gerammt. Genau gesehen. Von wie die Hunde auch mitkämpfen, so voll aggressiv. Gespürt. Oh! Was ist denn Seilfall? Kann ich den Fall dann ein bisschen abstumpfen lassen? Ja, anscheinend. Also ja, heilen muss ich vielleicht auch mal. Also es spielt sich ein bisschen anders, aber es geht, glaube ich, spielerisch eher in die World-Richtung. Kontert. Ah! Das ist ja bei mir. Na, vielleicht rusht er jetzt in meine Richtung. Ja. Aber so wollte ich das gar nicht. War es gerade ein Konter da mit diesem, was ihr gemacht habt? Diesen Seilbinder-Dingen? Oh Gott, ich treffe ja gar nichts. Ja. Haben wir eigentlich Fallen und sowas? Du sagst vorhin, du wolltest eine stellen. Und was macht der Donnerkäfer, wenn ich den benutze? Was macht der?
Oh. Ist aber auch neu, dass der irgendwie Donnerschaden macht. Einmal. Ich glaube, wenn er dann reinläuft in meine Falle, dann könnte man den Tiro verstehen. Oh, er liegt. Warum leuchtet der denn so? Und. Oh, 212. Gerade ziemlich mehr, oder? Oh! Autschi. Wow. Da gerade jemand drauf? Nee. Also wenn wir, wir müssen ihn viel mit diesen Seilbinderangriffen treffen, dann können wir ihn reiten. Also dieses ZL und dann X und A und sowas. Das Ding ist, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu treffen, weil ich rush dann so weit nach vorne. Oh, voll daneben, scheiß. Die ätzend. Achso, wenn ich das mache, dann mache ich diesen Trick oben und dann. Oh. Wieder weg. Gibt's nicht, warte. Wie geht das, wenn ich so mache und dann so, ne? Ah, schade. Muss noch ein bisschen reinkommen. Ist das ein Seilkäfer? Yes. Plus 1. Das war ganz cool jetzt auch mit den Hunden und so. Das war nicht so lahmarsch. Ja, ich finde, man kann sich halt echt relativ schnell in der Map. Oh nein, bin ich falsch gegangen. Mit der, ja. Oh nein! Komme ich da wieder hoch? Ich glaube nicht, ne? Muss ich ja. Doch, geh mal, da muss irgendwo so eine Lilie sein. Glaube ich, oder? Oh nein. Aber hier ist. Da oben ist die, glaube ich. Da ist eine Lilie. Da. Das genau. Hier? Nee. Gegengiftkraut. Aber ich kann hier hoch. Guck mal. Okay. Bei mir war letztes Mal auf jeden Fall eine Linie und die hat mich so. Da kam so ein riesiges. Seine Käfertierchen raus. Hat mich gesehen. Okay. Da. Ich bin echt völlig falsch gewatschelt. Doof. Oh, hier ist gut. So, schafft er das auch? Wow. Die hat alle geblitzt. Kann so ein Wandlauf. Bei euch geht die ganze Action. Ich tummel mich hier irgendwo rum im Nexus, ey. Kraut. Bin gleich da. Aber er hält ordentlich was aus, ne? Ouchie. Oh Gott, ey, das Aiming mit diesem Seilangriff, das habe ich gar nicht drauf. Was liegt hier? Das leuchtet voll. Azuras Material. Okay. Na, eigentlich ist es in der Demo völlig egal, was man sammelt. Oh, lass mich ruhig, wenn meine Waffe sterben. So, das müsst ihr jetzt aber treffen, oder? Ja. Okay. Also wirklich nicht einfach. Zu reißen. Oh mein Gott, jedes Mal. Was ist los? Ich will doch bloß meine Waffe schärfen. Kann ich mal einmal so lassen. Ich weiß gar nicht, wo ein Spiel zu lang fährt, ne? Ja. Oh, in dem Moment. Story of my life hier gerade. Es kommt glaube ich nicht an, ne? Er ist tot! Ich mag den, ich finde den voll süß. Ich weiß gar nicht, wo kam der das erste Mal? Vor war es schon in war das schon Trieb? Ich glaube, oder? Oder war das Generations? Nee, Generations war. Da kann er nicht so viel Neues. Das war ja nur so eine Compilation von anderen Teilen. Gefühlt. Ich
Das ist voll cool, dass man jetzt so ein Hundi hat. Pay attention to your stamina. Und wollen das Beste ist, dass man währenddessen die ganzen Items noch fressen kann. Das hat sonst immer so viel Zeit weggenommen. Also hier ist er, ne? Wenn wir ihn suchen, ist er hier. So, wo will er denn hin? Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist er schon hin. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man seinen Schweif da cutten kann. Wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Oh, 302, das hat noch getroffen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Er liegt. Wenn du diese... Ich weiß noch nicht so wirklich, was es macht, falls du das fragen wolltest. Okay. Das Fallen Ding. Also ich glaube, er muss dann reinlaufen, aber irgendwie habe ich das jetzt in der... Oh, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ah, schub sie da nicht nach hinten. Verdammt. Ja, warte, und jetzt? Ah, oh, es trifft einfach nicht so die Scheiße. Also okay, wenn er da reinläuft, dann mache ich einen... Dann machst du einen Folgeangriff halt. Ja. Spring nach vorne oder so. Oh, macht er nicht. Die Frage ist, das ein Gegner, den man auch reiten kann? Ich weiß nicht, wird das nicht mal bei Hubern? Ja, im Prinzip ist bei Monster da nichts mehr drin. Dann stellst du die richtigen Fragen. Das ist ganz schön viel Gewusel mit den ganzen Hundis, die mit angreifen. Ja, das stimmt. Oh Gott, ich habe gar nichts mehr gesehen gerade. Verbaut. Also man kann wieder A gedrückt halten dann. Ja, ja. Mach ich gerade auch schon. So, tschüss. Muss man eigentlich die 60 Sekunden abwarten, ja, ne? Ja, ne? Ey, komm da hoch. Oh nee. Oh. Und doch hier Jagras, ne? Ja. Lebt ja so immer.
Erz zum Abbauen. Förderplatz. Ist so ein Mistkäfer. Oh yes. Oh Gott, meine. Ich liebe dich einfach. Der ist so flauschig. Und was sagt ihr? Ja. Also ja, wie du sagst, sehr viel Gewusel. Nein. Wuselhunter. Weil wenn wir ja machen, dann macht er ja gleich eine Mission, ne? Oder nicht? Ich denke. Danke fürs Spiel. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal neu aufmachen. Ey, ich hab das Spiel vor Monaten schon vorbestellt, aber physisch. Ja. Ich kauf mir das irgendwann. Drache, deine Chance, wenn du noch da bist. Deine Chance, mitzuspielen. Also nochmal. Lager erstellen. Passcode. Erstellen. Gleicher Passcode. So. G9T2BB. Ha! Ich war sogar mal schneller als Lübke, aber nur weil ich es vorher sehen konnte. Jetzt die Frage, nehme ich wieder ein Greatsword oder probiere ich jetzt eine andere Waffe? Ich glaube, ich probiere mal eine andere Waffe, dass wir die auch noch gesehen haben. Ich bin mir zu eine andere Waffe probieren. Ja. Ich kann doch nichts. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich spiele ich einen Hunting Mode. Aber es wird sich ganz anders spielen als in World. Aber sah cool aus. Seid ihr drin? Ja. Oh, Drache hat es auch geschafft. Also alle drin. Sehr gut. So wie ich das verstehe. Was? Was? Oh nein. Wie viel geschlagen? Oh. Oh. Jetzt sind wir alleine. Oh. Echt jetzt? Oh. Aber kannst du vielleicht such mal nach der. Ja, aber ihr seid ja auf Mission, dann kann ich eigentlich nicht mit beitreten. Großschreibung wichtig eigentlich? Ich glaube. So, was war das? G... 9T2... Also wir sind noch zu dritt. Drinne. T... Kannst du auch feststellen, indem du zweimal auf Großschreibung drückst. Danke. Ist zu einfach. Okay. Das ist Anja halt, der Chef. So, sammle gleichfarbige Noten für einen stetigen Bonus oder kombiniere drei für alle Effekte. Ich guck mir das einfach mal an. Mal schauen, wie das ist. Ja. Auf jetzt. Muss ich noch irgendwas machen? Nee. Okay, kann losgehen, Drache. Nice. Ich glaube, ich muss mich hier irgendwo in der Ecke nochmal hinstellen und ganz kurz das Moveset durchgehen. Die Frage ist auch, wenn wir sagen, in dieser Gruppe weiterspielen, ob wir dann halt nochmal auch unsere Ausrüstung umstellen dürfen. Okay, wenigstens stehen oben die Songs drin. Ich hab Arno. Ich hab Ken. Welche Taste ist denn hier? Welche Taste ist denn den Song spielen? Das, früher war das. Ah, R2 ist es. Okay. Das hört sich ja nice an. Okay, okay, hier sind Reiniger, Nullbeeren, Fleisch und Erste Hilfe.
Also genau, man kann das mit X sammeln, dann könnte ich jetzt... Aber jetzt ist es, dass man auch zweimal die gleiche Note machen muss. Aha, und dann ZR und X ist was? What the fuck? Was hab ich da gemacht? So, und dann spiele ich den. So. So, Schalter, holo! Okay. Jetzt man nicht mehr hier. Aber kann ich den jetzt immer spielen, solange der da noch drin ist? Und früher ging das ja, dass man die auch stacken konnte. Also konnte ich halt die hintereinander zweimal machen. Das ist wohl nicht mehr. So wie ich das sehe. Aber ich guck nochmal an die Waffensteuerung. Also das spielt sich tatsächlich ein bisschen anders. Jagdtor, was haben wir denn hier? Rückwärtsschlag, darbieten. Grandioses Trio. Okay. Da hat er schon voll auf Action, der ist schon los. Was ist nochmal ein Schlittertakt? Genau. Ein Seidenbinderangriff aktiviert man, nutzt einen Seilkäfer, um dich vorwärts in einen drehenden Angriff zu treiben, verleiht Verstärkung für Selbstverbesserung und Angriffskraft. Okay. Erdrüttler aktiviert mit, schweilt eine Klinge nach vorn, verbindet sie durch Eisenseite mit deiner Waffe. Ja, muss ich herausfinden. Aber dann steht das hier auch für Großschwert, was das zweite Ding macht, ne? Das hat er gemacht, ein Seitenbindangriff aktiviert ein schnelles Vorwärtsmanöver, das wusste ich, das beim Wegstecken deiner Waffe ausgeführt wird. Ah ja, deine Angriffskraft für kurze Zeit verstärkt, das hat das Ding gemacht. Okay. Ja, Huntinghorn haben sie echt geändert. Muss ich mal gucken. Vorwärts, Brecher, Überkopfschlag. Ein grandioses Trio ransetzen. Okay. Jetzt sind wir mit hier. So. Also wir haben wieder zwei Gegner. Wollen wir erst den anderen machen oder direkt auf Misu? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ich muss erst mal Lucky machen hier. Das ist cool, dass ich eure Position so gut sehen kann mit euren Icons. So, okay, der andere ist halt das, was wir... Gott. Der große Izuki oder wer? Genau. Ja, okay, auf den scheißen. Wie nach rechts. Auf meinem Bildschirm. Ach so. Drache ist schon dabei. Ja, dann machen wir da mit. Bis Arnold. Welcher bin ich denn eigentlich? Ach so, ich bin der grüne Pfeil unten. Ist da irgendwie einen schnelleren Weg hin? Oder hänge ich einfach nur so stark hinterher? Ja, bist halt später los als wir, ne? Wenn ich da bin, ist er bestimmt schon tot. Das glaube ich nicht. Oha, was brüllst du so? Yes, wow. Ich habe eine heile Blase gehabt. Er ist so cool, aber er ist so arschig. Ich glaube, ich habe gerade eine Ratian gesehen. Oh Gott, bitte nicht. Oh ja, stimmt, da sind noch zwei andere Fragezeichen. Ich dachte nur einer. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Eieieiei. Verrückten Strahlen, da rutscht hier auch noch so rum. Frage, gilt Gesundheitserholung für alle? Ja, ich denke. Ich weiß nicht, ich hab gerade irgendwie nicht viel gerissen, ne? Okay. Da muss ich mich dran gewöhnen. Auf jeden Fall ist man relativ schnell, wenn die Waffe draußen ist. Gott, die ganzen Seifenblasen, dein Ernst. Oh Gott. Oh,
Glaube ich, heile mich kurz ab. Ah, okay, das ist so ein nach vorne Rush-Angriff. Auch cool. Uiuiuiui. Ah, fuck. Jetzt spiele ich gerade im Bach-Song. Egal. Yes. Hab ihn gestunt. Sehr gut. Jetzt ist irgendwas bei meinem meiner Waffe voll. Ich weiß aber nicht genau, was das ist und wie ich das benutzen kann. Das muss ich mir nochmal angucken. Wo war das? Jägernotizen? Nee. Jägernotizen? Waffensteuerung. Jagdhorn. Schlittertakt, ist das der? Nee. Erdrüttler? Nee. Höllenmelodie? Wenn du den Balken neben den Notenlinien durch Aktionen wie zum Beispiel Angriffe gefüllt hast, kannst du eine Spezialmelodie aktivieren. Drücke dazu ZR nach einem grandiosen Trio oder Schlittertakt. Okay. Das heißt, das ist ein Schlittertakt. Und wenn ich danach R drücke, dann... Nee, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall an seinem Gesicht schon was gebrochen, ne? Oh, Bunkern, oder? Ich weiß noch nicht so richtig. Ah, okay, dieses Drehding ist das, was ich gerade benutzt habe. Ah, okay. Ja, das muss man erstmal wissen. So, immer schön auf den Kopf nehmen. Uff. Das habe ich gespürt. Uff, das habe ich gespürt. was das für Noten sind? Also Lütke, ich kann, je nachdem, ob ich mit X, mit A oder mit XA angreife, mit dem Horn eine unterschiedliche Note spielen. Eine blaue, eine rote oder eine grüne Note. Und so kann ich dann bestimmte Songs vorbereiten, die ich dann mit ZR spielen kann, die dann die unterschiedlichen Buffs auslösen, die da stehen, wie Selbstverbesserung, Verteidigung hoch oder sonst was. Und ob der Buff gerade aktiv ist, siehst du, dass die Schrift dann also rot ist. Und ganz oben siehst du dann, welche Taste ich gedrückt habe, ob ich XA, X oder AA gedrückt habe, und die richtige Konstellation sorgt dann halt für die Mühe. Wollen wir den Miso zu hinterher? Okay, Drache rastet aus. Er geht auf Platz. Aber Ratze ist so stressig. Ja, komm, wir gehen weiter. Hier kommen wir jetzt rote Pfeile. Muss mein Hund mal rufen. Hundi? Der Hund ist doch eigentlich immer in deinem Leben. So. Ja, mit Rufen meine ich halt, dass ich ihn jetzt reite. Ich mache das über den Steuerkreuz. Den Steuerkreuz? Den Steuerkreuz. Welcher Pfeil bin ich denn immer? Ich vergesse das. Ich bin der grüne Pfeil. Grün. Aber wenn ich so reite, ne, ich gucke eigentlich nur auf die Karte. Ich gucke gar nicht auf meinen Charakter.
er brüllt, dann macht er hin wie seine Füßchen über die Ohren. Oh, jetzt passt er damit nicht. Die war schlecht drauf. Müssen wir schaffen, dass wir den mal reiten. Ganz einfach. Ja. Ist dein Ernst? Oh, gerade erst da. Hundi? Oh. Reitet gerade wer? Oh nee, ich bin auf so einem anderen Vieh drauf. Egal, greif den damit an. Ja, los, greif. Ja. Kill ihn. Oh Gott, der ist gerade so nach hinten gesetzt. Das ist komisch. Oh Gott, dieser Suki. Der nervt aber hier, ne? Der Kleine. Wenn wir schon mal da sind. Der ist ja auch nicht so schwer. Oh, das ist aber stark. Hey, hey, hey. Was ist der jetzt? Da hinten. Ey, das mit den Hunden, das finde ich ein bisschen overload, muss ich sagen. Die Hunde ausblenden, was wir sehen. Ja, zumindest wenn wir alles geht. Das Spiel ist neu, man weiß ja nicht, was es ist. Mitspieler ausblenden. Naja, Hunde ausblenden. Nein, das geht nicht. Den will ich jetzt aber auch tot sehen, ne? Er ist doch sterben. Hoho. Den Angriff mag ich. Ich finde das Horn tatsächlich überraschend gut. Ich sollte mal schärfen, ne? Schon lange nicht mehr gemacht. Ja, Lübke schreit auch schon, das ist echt gruselig. Ja, es ist cool, dass wir zwar alle einen Hundi-Partner haben, aber dadurch ist es dann halt echt ein bisschen überfüllt. Oh. Ja, die Mucke ist cool. Alter, oder? Der darf eigentlich nicht mehr so lange machen. Mal Material gesammelt. Ja, also Lübke, man konnte einstellen,
Also wenn man alleine spielt, kann man einen Hund und eine Katze mitnehmen oder zwei Katzen oder zwei Hunde. Also man hat halt genau zwei Plätze, aber wenn man jetzt Multiplayer spielt, darf jeder nur ein Tierchen mitnehmen und wir konnten jetzt entscheiden, nehmen wir die Katze oder den Hund. Und wir haben jetzt den Hund genommen, weil man halt mit dem schnell reiten kann, ne? Das Schöne ist, dass sie die ganzen Buffs auch kriegt, ne? Oder Angriff hoch, Verteidigung hoch. Er legt erst. So, der Misozun ist noch unten. Moin, Nick. Here comes the messy part. Go! Das sieht doch vielversprechend aus, was ihr da macht. Ja, das macht richtig Spaß. Also das Huntinghorn, ne? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Das spielt sich aber komplett anders irgendwie vom Gefühl her. Ach ja, Lütke, kannst du gleich nochmal einen Soundcheck sagen, ob Nick technisch zu uns gut passt? Warte mal, ich höre da jetzt schon gleich das Problem raus. Ja, hat sich, wunderbar. Weil Anja hört man hier doppelt im Discord, aber im Stream nicht. Nee, da habe ich sie ausgestellt. Du kannst sie ja auch für dich stumm schalten, weil du hörst sie hier auch übers Mikro. So. Ja, jetzt gönnen wir uns die Mische zunehmen. Sich ja uns. Weg, BB! Das ist aber schon ziemlich kaputt. Das Einzige, was schade ist mit dem Huntinghorn, ich kann halt kein Tail cutten oder sowas. Sind die anderen ja da? Hat jemand eine Falle gestellt? Oh, nice. Na, Schockfalle. Und dann rein mit ihm hier. Okay, er ist drin. Oh yeah. Das ist aber recht schnell in dem Spiel, muss ich sagen. Ja, verkackt. Oh! Oh, scheiße. Das ist positiv, du bist wohl riechend gestorben. Nicht vergessen, dass noch Maxi trank, ne? Oh, scheiße, der heilt ja gar nicht mehr über das Maß hinaus. Geht wahrscheinlich nur über diese passiven Buffs, oder ne? Oh, er ist aber auch wumpelig heute, oder?
Ja, es geht wirklich besser mit dem Ability. Aber spielen wir es nochmal zu Ende. Yes. Oh, ich bin gleich tot. Gibt's eigentlich Lebenspulver? Ich glaube nicht, ne? Doch, Lebenspulver haben wir auch. Oh yes, umgekloppelt. Es ist die Gravios-Gitarre. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht drauf geachtet, zu welchem Vieh das ist. Aber ja, wenn du es so sagst, könnte sein, ne? Ja, aus, ne? Vasarios oder Gravios? Auf jeden Fall klingt das nice, wenn du die Töne spielst. Schön metallig. Das will er aber auch wissen, oder? Oh Gott, ich bin nicht. Help! Ich muss den Sprung, der geht aus. Eieieiei. Ich muss auch gleich wieder schärfen. Ah, ist abgehauen. Ton passt, nice. Danke, Lüke. Also ansonsten passte das auch. Ich war mir halt nur nicht sicher, ob das mit dem doppelten Stream ist, aber nein. Gut. Ja. Ja, man weiß ja manchmal nicht, denn es ist ja... Weil wir haben jetzt unsere Lautstärke natürlich nicht abgleichen können, aber es ist vielleicht vom letzten Stream noch gut geregelt. Ja, aber es ist richtig gut geregelt. Man hört auch das Spiel nicht. Also nicht über euch jetzt, meine ich damit. Man hört das Spiel wunderbar, man hört euch ausgeglichen drüber. Das passt gut. Okay, nice. Jetzt komme ich jetzt hin. Du musst mit deinen Kiefern kannst du da hochschießen. Ja, Hundi. Ach, der Hundi kann das auch? Ja, deswegen. Auch hätte ich einfach springen können mit dem Hundi. Ja. Ja, ist ja blöd, ne? Habe ich verkackt. Wo ist mein Hundi jetzt? Oh, da ist er. Er kam gerade einfach aus so einem Loch. Kommt ihr? Oder muss ich da alleine rein? Mami, so Zune kann wahrscheinlich nicht reiten, ne? Du, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir sind noch nicht so gut im Reiten, irgendwie das zu casten. Mich denn auch. Schmeiß doch deinen Kiefer. ZL und dann ZR. Wenn ihr so einen kleinen Spider-Bro findet, vielleicht dann. Ja, den habe ich bis jetzt nur in dem Tutorial-Ding gesehen. Also jetzt hier so auf der Map ist mir der noch nicht entgegengekommen. Oh Gott, ich werde hier angebrüllt, Leute. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Meine Wange noch irgendwie so größer. Oh Gott. Ja, auf der beim Tutorial. Normale Tränke, normal. Ja, der war hier irgendwie auch. Der ist ein bisschen erschöpft, kann das sein? Ah, shit. Oh ja, komm, bleib kurz stehen. Ah, verkackt. Muss ich doch dich daran für den Angriff. Oh, ich hab eine Seifenblase von ihm zerschmettert. Mein Hammer. Wow. Yes, das macht er auch nicht. Er ist schon hübsch. Oh Gott. Oh, er ist schon wieder abgehauen im letzten Moment. Gott, wie er auch über die Map glibbert, oder? Ja.
rutscht dann immer so nach hinten, wenn er das ist dran. Lustig. Das ist auch schon praktisch zum Beispiel. Wenn jetzt fangen kann. Haben wir überhaupt Bomben? Nee, ne, ja. Chaos. Entschuldigung. Ich heile dich mal, ja. Kreis auf die Bombe oder was? Ja. Hat jemand von euch eine Falle? Dann gönnt euch. Oh ja, okay. Den kann er, glaube ich, auch abschießen, ne? Wenn er jetzt. Wenn er seinen Strahl macht, dann ja. Oder die Blasen, ja. Oh, jetzt. Muss man wieder hier einen Buff reinjagen. So. Deadboost, aber hier geht's nicht hoch, oder? Ja, hier kann ich wieder hochkommen. Ah. Ja, vielleicht reite ich mal auch auf meinem Hundi. Ja, ich will den einsammeln. Reiten, Nico läuft nebenher. Vielleicht ist Nick etwas laut, aber nicht jetzt so sehr. Okay. Ja, das sind wahrscheinlich 5% Feintune, kann ich nachher gleich machen. Geht's denn weiter? Habt ihr schon Weg? Mhm. Die kommt hier nicht gut. Also hier wäre so ein Riesenkäfer, aber... Oh, hier! Drache ist hier am Efeu hoch. Cool. Ja, hier. Achso, da. Sehr gut. Kannst du auch mit dem Hund machen, mit dem Efeu, ne? Ach so, echt? Ja, Drache, das fuhr der da gerade hoch. Mit dem Hund. Ja. Nein, ich habe nur seinen Schriftzug gesehen und nicht ihn selber. Ja. Mensch, wie jung, das geht doch bei Walt auch schon. Das ist... Aber da gab's keinen Hund. Doch, da gab's Viecher, auf denen du reiten kannst. Aber kein Palamut. Ja gut. Palamut ist eine logische Weiterentwicklung. Digitiere zu. Moment. Irgendwas. Oh, Sari Zitat Gandalf. Nee. Bei Digimon sterben Menschen. Das stimmt. Digimon auch. Bei Pokémon werden sie besiegt. Bei Naruto der deutschen Übersetzung war. Stimmt. Oh. Bist du drauf? Ja, reite das Ding in seinen Untergang. Das Gefühl auf dem Handheld-Modus ist total stressig, das Spiel. Safe, aber das. Mach ich so. Das ist, glaube ich, kein Spiel, was ich im Handheld-Modus spielen würde. Nee, auf gar keinen Fall. Ja,
Jetzt ich das schwitzt mir die Augen, wenn ich das sehe. Ja, nicht mehr sterben. Konsequenz auch nicht. Ich finde diese Konsequenz auch so geil. Es ist immer so ein Lappenmonster und dann so, Zompf, GTF, Barbecue. Wie so zu ne. Oder ne Gigante oder so. Für die Demo. Oh, und hier hast du diese Schrabbelrüstung. Überlebt. Ey, das war bei World für Iceborne. Da haben sie doch diesen. Dieses riesen Eisdrachenvieh da in der Demo reingepackt. Ja. Das war heavy. Alter, das ist wirklich so Halo Reach einfach, so Objective Survive. Das ist. So, ich hab meine Palin gelesen. Okay, nice, Bruder. Ja, direkt zurück. Oh, das ist gut. Nein, jetzt wollte ich ihn gerade special. Schlagen. Der sieht richtig abgetrennt aus. Eieieiei. Sieht gut aus auch, ne? Der, oh, er taumelt, oder was? Ich hab das ja, nicht gesehen. Ja. Also wird's langsam. Mach den alle, bevor ich nochmal sterben kann. Geben wir noch Bomben oder so? Ja. Geil, dann könnt ihr ja nochmal Schlafbomben. Gar qua. Und da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ist es jetzt hier wieder klassisch oder ist es wie bei World? Also mit keine V-Bomben? Also die Monster hier in der Demo zumindest werden direkt angezeigt. Oh, wundervoll. Ja, ich nehme an, das wird übernehmen das World-Modell. Wollen wir nicht warten, bis er schnell? Na, okay, es ist zu spät. Oh. Warte. Oh. Okay, das Ding hat gar nicht erst gepennt. Yes! Yes! Und dafür musste er jetzt nochmal aufhören, oder? Geil. Ich finde das mal schön, Nico, ne? Dass du nicht Großschwert spielst, aber du hast direkt gerade die Waffe genommen, die mega ähnlich aussieht beim Kämpfen. Aber bei der Mission davor hatte ich Großschwert. Ah! Aber ich weiß nicht, ich finde, ich bin totaler Fan vom Horn gerade. Ja, Horn ist immer super geil, ja. Boah, ich hab nur Schuppen bekommen. Ich werde auch wieder Hammer spielen gerade. Sie haben das Horn halt echt komplett überarbeitet. Aber auch auf eine gute Art und Weise. Ich finde das nice. Ja, sieht auch nice aus. Was sieht aus? Keine Ahnung, weiß. Angelst du gerade? Ja. Wie ist das so für dich? Fische werden diesen Trick lieben. Habt ihr schon das Bogengewehr getestet? Nee, tatsächlich noch nicht. So, dann gehen wir auf Nein. Dann kommt Nick mal rein. Willst du denn raus, oder? Wollte ich auch gerade fragen, wer raus soll. Na, entweder Drache oder einer von euch. Dann geh ich raus. Willst du nicht mehr? Dann geh ich raus. Du willst nicht mehr. Sag es. Wie lange arbeiten die Felixe? Du meinst Felix und Felix? Ich weiß nicht. Felix Mehrzahl. Du meinst der wütende Felix und der inzwischen pubertierende, aufmüffige Felix? Oh, ich hab Harle gefragt, weißt schon, wann du kannst? Soll ich schon mal vorstreamen oder warten? Und er hat geschrieben, du wartest. 17 Uhr würde klappen. Oh oh. Oh oh. So bin ich zu spät. Du kannst ja dann nochmal einstarten. Upsi, pupsi. Wenn du Bock hast. Ja, hast du denn geschrieben? Ja, ich hatte ihn, weiß ich nicht, um 12 oder so geschrieben. Der hat mir 14 noch was geantwortet. Dann hatte ich das halt einfach entschieden. Dann kann er halt auch früher antworten. Ja, er ist ja auf Arbeit, deswegen. Ja, ich weiß. Ich erstelle mal ein Lager. Jetzt muss man übrigens schnell sein. Also Passcode ist immer 1409. Ne? Soll ich nach Lager-IT suchen oder soll ich das irgendwie... Ja, ich...
glaube, man kann nur nach Lager-ID suchen. Okay, ich kann auch so suchen, dann bietet er mir eine Auswahl an. Achso. Weiß nicht, ob du dann sofort mich siehst. Ja, okay, also was der Code wird was? 14.0. Was? Ne, 14.09 ist der Passcode, also das Passwort, und die Lager-ID kriege ich gleich. Okay. Also die Lager-ID ist 94. Warte mal. Okay, jetzt zeigt mir die noch gar nicht an, dann mach ich das jetzt mit ID. So, 94? X6, Buchstaben immer groß. Ah, okay. MT. Hey Nintendo, ich hab ne Idee. Das wird ein Freundesmenü. So, das Passwort war 14.09. Ah. Das ist ein bisschen mies, dass man nur so wenig Zeit hat, die Mission auszuwählen. Das ist so ätzend. Ja. Aber so, sind alle drin? Ist Drache auch drin? Drache fehlt noch. Drache, du kannst ruhig rein. Anja ist gar nicht mehr im Zimmer. Die ist nicht mehr hier. Die ist verloren. Izuki oder Mizutsune, schnell. Hier ist eins. Mizutsune. Was hast du gesagt, Marie? Mizutsune. Okay. Gut, der. Ja, Mizutsune. So, jetzt haben wir das Huntinghorn schon mal gespielt, dann brauche ich jetzt irgendwas Neues. Ich glaube, du kannst immer noch rein, Drache. Ja, Drache, du kannst noch rein. Kannst noch rein. Nico ist ja eben auch nochmal nachgedrückt. Ja. Jetzt haben wir Boy. Man hat halt 60 Sekunden Zeit, die Mission auszuwählen, und dann muss man innerhalb von fast 3 Minuten die schöne Waffe entscheiden. An der Rüstung sieht man ja auch schon, und Waffen, was da so drin ist noch, ne? Nice. Also das ist 100% eine Gravios-Gitarre, Alter. Ganz safe irgendwie, also ja, ich muss echt sagen. Hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, die Waffe gerade. Kesu ist auf jeden Fall dabei. Was ist das? Ach, das ist eine neue grüne Vieh. Ja, cool. So, Großschwert hatten wir dann auch schon mal. Echt im Hammer. Ich glaube, ich nehme mal die Lanze. Ich glaube, du kannst wirklich nachjoinen. Im Augenblick. Ist er jetzt schon nachgejoint? Nee, er hat geschrieben, war zu langsam. Das ist, nee, ja. Achso, ja, aber da haben wir schon geantwortet, als er das geschrieben hat. Achso, okay, ja gut. Drache ist drin. Da ist er. Ich bin ein Hammerboy. Ja, sind wieder ein paar da. Alles ist wie alles. Wie immer. Ich finde das nice, wie du die Vorbereitung für Drachen abgenommen hast gerade. Du bist jetzt bereit. Ich bin bereit. Ich bin dran. Ich mag, dass das alles so überjapanisch ist diesmal. Ja, finde ich auch richtig gut. Bisschen wie bei Monster Hunter 3 oder was? 3 war das ja, wo du in dem japanischen Dorf bist. Lukas. Lukas? Nico ist auf Leon. So. Meiner ist Siren, mein Hund. Wie doof, die irgendwelche random Namen kriegen. Ja, eben. Wer ist Michel? Vielleicht ist ja auch Michel. Michel? Ja, das kann doch nicht sein. Michel Vaillant. Gott, oh Gott. Reitet ihr denn lang? Ist das richtig? Ach, hier, das ist halt lang. Ja, Drache hat halt einfach mal was markiert anscheinend. Hui. Ey, ist richtig nice. Alles, ja. Alter, wie schnell man klettert, ne? Mit dem Hund. Und immer schön die ganzen Upgrade-Käfer hier sammeln, ey. Ach ne, das ist eine Vitalitätswespe. Da weiß ich noch nicht, wie ich das finde mit diesen ganzen Upgrade-Käfis. Oh. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ach, Scheiße, muss richtig viel sammeln jetzt. Ja, mit dem Hund. Mit dem Hund. Ich wollte gerade mit dem Hund klettern, Kollege. Nicht schon wieder ohne. Ja, ich bin gerade abgesprungen. Krabbelt er da wieder 5 Ewigkeiten. Und wie drücke ich da irgendeine Taste? Oder? Gar nicht, einfach nur drauf zusprinten und dann. Aber macht er nicht. Flugs oben. Doch bei mir schon. Ich renne gerade darauf zu einfach und dann kletter ich hoch. Ah, hier vielleicht. Das ist, weil du nicht glaubst, Nico.
So ganz graduell immer mehr Lebensenergie hatte durch die ganzen Käfer. Oh, die geben mir irgendwelche Punkte. Ist das eine. Ist das ein Foto? Ach, du heizt hier gerade die Wand hoch. Okay. Und da ist Miso. Also in der 13. Genau. Oh, Harle, bist du jetzt zu Hause? Du, wir machen noch mal einen Stream mit uns. Wann kannst du denn? Ist 17 Uhr immer noch aktuell? Das hatte so lange gedauert, bis du geantwortet hast und dann wusste ich nicht mehr. Da habe ich deine Nachricht halt so spät gelesen, weil ich dann schon live war. Eriksson. So, ne, beim letzten. Kann man hier klettern. So ist es nicht mehr dasselbe. Doch. Hast du. Bist du denn jetzt schon zu Hause oder was? Weil dann spiel mal die beiden Basis-Trainingsmissionen und dann kannst du ja reinkommen. Ja. Geht ja. Einer von uns raus. Ja. Oh nein. Ich wurde geseift. So, ich weiß überhaupt nicht, wie man die Hindernisse zu spät, alles okay. Ich hatte ich weiß wirklich nicht, wie man die Hindernisse spielt. Ah, das wäre ein Konter, okay. Aha, das ist ja cool. Nein. Oh ja, der Konter mit der Lanze ist nicht nice. Ich bin dein Getränk. Das ist halt auch für die Arena mega wichtig, deswegen weiß ich das. Oh yes, er liegt. Ist ja geil. Oh Gott, irgendwer bringt die alles zum Explodieren. Weißt du, wie man mit der Lanze nochmal das nach vorne Rennen auslöst? Oh, ich war das nochmal. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß auch noch den Counter-Move, wo man sich dann auch zum Beispiel automatisch dranhängt, weil World. Aber das ist halt. Der Laufen. Ah, ist abgehauen. Ja, Lukas. Ah ja, noch Essen und so Schüssel, okay. Ja, wir sind ja da. Komm einfach rein dann, wenn du ready bist. Diese Schlangen, ne? Diese Antidoras. Die sind so süß. Oh ja, sei eklig. Auto waschen, Füße hoch, pupsen, in Klammern so Schüssel. Nicht um Protein. Gott, ey, dieses Wandlaufen ist auch weird. Mir fand die Käfer, die so schön aufgekriegt. Wir brauchen noch Bell. Wie nice dieser Nuffmal ist. Ah, okay. Blocken und dann X und A gleichzeitig. Ah. Okay, das muss man wissen. Ich bin seifig und ein. Au. Eieiei. Oh, voll geblendet. Ja, Mann. Wie hat sich das gehört?
Aber diesen coolen Aufladeschlag haben sie rausgenommen, ne? Nee, ah, geht doch. Wenn man so macht, okay. Auch da, nur anders. Ja. Das ist ja nice. Wenn man den Hammer voll auflädt und dann diesen nach oben Move macht, wenn man den sich nach oben katapultiert, dann kannst du das bestimmen, wann du das machst. Okay. Das ist ganz nice und dann macht er auch viel mehr Schaden. Oh, die Antidora ist ein Item zum Benutzen. Den bufft einen irgendwie oder so, keine Ahnung. Ja, yeah, Cures, warte mal. Ja, das war irgendwas Gegengift-mäßiges. Ja, die Dance sind so kurz und dann hier Schlangenmove und dann. Ist ja süß. Oh je. Manowar. Ich glaube, ich mache mal so einen prophylaktischen Schleifer. Ach toll, gerade seine Ausdauer so alle. Ich das hat nicht genauso gut funktioniert für mich. Oh Gott, Marie. Was tue ich denn für einen Scheiß? Weiß ich doch nicht. Ist ja geil. Bleibt bei dieser Ladung. Nice. Danach ist dann meine Waffe stärker oder was, wenn ich einmal gekontert habe. Fing an so zu leuchten eben gerade. Oh, Alter, der Move sieht dann nice aus. Nö. Hast du dich jetzt an ihn gebunden? Ja, aber ich weiß nicht genau, was ich damit mache. Akkus du ihn jetzt oder was? Das ist ja interessant. Der Move ist geil. Das heißt, du siehst den Faden auch. Das hat, ja, okay, hat er da gerade hingekotet? Oder ist das? Er war doch hoffentlich schon. Laufen. War eine Falle gestellt. Oh Gott, Lebenspulver? Komm mal zu mir hier, Nico. Bin nämlich nur eine Falle. Und die ist schon jetzt passé. Okay. Blöd gefragt, ob alles gut ist, Nick. Klingst ein bisschen müde. Es geht. Sweet. Das ist ein Hübschen. Ne, bisschen konzentriert, Konzentration. Ja, ne, aber ich hatte halt letztens wieder ausgesehen unangenehme Begegnung mit Gluten. Und deswegen bin ich ein bisschen fertig. Jetzt ein paar Nächte war nicht so gut. Das ist ja auch gut behindert. Genau. Und ich hatte letztens zwei Sushi und da war da halt an den einen Rollen war halt irgendwie so Sesam dran oder sowas. Und das ist mir nicht direkt aufgefallen und das habe ich gleich bereut. Ja. Weil das halt, weil ich schon so entwöhnt bin inzwischen. Ätzen, da darfst du ja fast gar nichts essen. Oh ja, es geht. Ja, Gluten. Ja, es ist, Konstantin hat es ja auch und der hat, glaube ich, irgendwie einen Pizzaladen gehabt, bei dem er bestellen durfte, weil die so ein besonderes Pseudobrot hatten. Und dann haben die zugemacht. So, und er so, oh, jetzt kriege ich keine Pizza mehr. Ja. Das kenne ich. Bei mir gibt es, glaube ich, keinen Laden, der Special-Teig hat oder so. Muss ich mal nachgucken. Ja, es rechnet sich ja halt leider für die nicht, ne, finanziell. Das ist immer die Scheiße. Naja, bei uns gibt es halt Einladen. Der ist ein bisschen fancier, da gibt es irgendwie als Option, glaube ich. Muss mal nachgucken, nochmal informieren. Oh Gott. Latsch! Problem. Ich sag's mal nicht. Latsch, Matsch, was? Problem?
Ich höre mal Schwäche. Wie oft ich jetzt hier schon mit dem Wirebug irgendwelchen Kram gemacht habe. Weg, Viech. Doch, schmeckt schon anders. Aber alles in Ordnung. Oh Gott. Ich hatte gar keinen Käfer in euch, oder was war das Problem? Das Ding ist ja, Lütke, das musst du dir vorstellen, das ist dann halt alles mit Mehl, was nicht mit Weizen so gekommen ist. Also das ist dann Mais und Mais und Reiskram und in der Regel, ne? Das schmeckt schon deutlich anders, vor allem wenn das sehr maislastig ist. Kriegst du relativ schnell einen Rappelball, wenn das ein bisschen maislastig ist. Jetzt zum Beispiel so einen Sack Nudeln, den kann ich eigentlich komplett wegwerfen, weil das ist richtig ätzend, das zu essen, das Zeug. Weil das halt komplett schmeckt, als ob du da irgendwie, wie schwer, als ob du da so einen puren Mais reinschiebst. Mit zu allem. Oh Gott, Drachen, erschieß mich doch mal bitte nicht. Das ist ja geil, bei mir gibt es einen richtig coolen Burgerladen und da kann man einfach Brötchen mitnehmen und dann geht das so. Ich muss mal kurz schärfen. Okay, ich glaube, ich sollte mal. Drache ist drauf, nice. Ja, danke. Ich hab mir abgemüht, damit das soweit war. Und der Drache geht drauf. Du Hund! Ah, okay, wenn jemand drauf ist, machst du ihn halt richtig gar keinen Schaden. Dem Vieh. Ah ja, er kommt wohl das weg. Schon. Ja, sehr gut. Da kommt doch mal der Liste. Es war mir wichtig, dass ich noch Pfeifen-Tränen aufsammle. So, kurz mal hier rein. Oh shit. Oh, da kommt ja noch einer raus. Hilf! Okay. Zum Glück. Aber was meinst du, Lütke? Was bringt denn das Riten reiten? Achso, du meinst das Reiten? Ja, du kannst halt entweder mit dem Vieh andere Monster angreifen, was halt ganz cool ist. Du kannst aber auch volle Kanüle in Wände reinreiten und sowas, das ist halt Schaden nimmt. Und dann liegt das Monster halt am Boden und ist hittable. Genau. Die fressen ja, glaube ich, auch sogar ein bisschen mehr Schaden, wenn sie liegen, insofern. Also ist der heiße Scheiß. Ja, ganz genau. Aber ich muss mal was für meine. Nee, also Nico, gibt's halt paar Burgerläden, wo man halt ein eigenes Brot mitbringen kann. Insofern, ich hab Alternativen zu Pizza. Okay, nice. Ich selber bin auch eher der Burger-Typ, aber was? Ja, genau, deswegen. Und ich habe ja noch richtig ein paar richtig coole Burgerläden hier in Kiel. Und mein Lieblingsburger, der macht das zum Beispiel, der hat gesagt, oh, gar kein Problem, einfach Brot mit. So, eingeschweißt am besten so, ne, und dann kannst du wirklich dich ja voll fressen da im Laden. Ja, ist halt nice, so wenn es für dich dann auch Alternativen gibt, sonst ist es halt echt traurig. Warte, ist er da überhaupt? Geh ich da hoch, richtig? Nee, er ist hier rechts runter, nicht den Wasserfall runter. Okay. Du bist richtig. Hier, Drache ist gerade falsch gesprungen. Genau, das Umschmeißen liegt. Oh, da war wieder so ein Vöglein. Ah, Piepser! Wir haben die Chance verpasst, dass man hier gegen King Lu drauf kämpfen muss. Gefreut, als ich die Hammerrüstung gesehen habe, ne? Das ist Blut drauf, ist einfach. Oh, das ist ja mies, wenn du einen Schlag konterst, aber direkt im Anschluss noch ein Schlag kommt, hast du ein Problem. Der kommt dann trotzdem durch.
Okay, das war interessant, hinten von ihm da. Ja, dieses am Boden langschlittern, ne? Ja, ja, und so schießen. Oh, scheiße. Ja. Oh! Ah. Ich werde auch mal wieder schärfen müssen. Oh, in hell! Ich leg hier eine Schockpfade. Also da, wo Drache steht, ist die jetzt. Ungefähr. Falls er da Bock hat, reinzuhüpfen. Ja, kein Plan, ob die das will gerade. Ja, du weißt auch nicht, was er da in der Ecke macht, ey. Ja, anscheinend die Wand sandstrahlen. Also Powerwashen. Sag mal. Jetzt aber. Oh, wie auch. Sag mal, die armen Hunde in Ruhe. Komm her, du Vieh. Alter. Oh, das kann nicht sein. Sein. Guck mal, der geht doch mit Absicht drum rum, oder was? Das ist wahr. Das ist doch... So, wie vorzieht sich der Radius von den Dingern hier? Okay, jetzt. Ah, endlich. Oh, guck mal, Marie, das läuft jetzt viel besser für dich. Letzte Runde klangst du so irgendwie so demotiviert, weil du halt, ne, doch gestorben bist und dann. Ja, ich muss mal die Waffen durchprobieren. Ja, jetzt bist du hier wirklich gekonnt dabei. Alter, Scheiße. Ich weiß ja nicht so richtig, was ich kann, aber okay. Ach, was? Das war total. Süß, wie der so schmatzt, wenn seine Ausdauer alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Seifersrutschramm, bin fertig. Pulver irgendwer? Leider nein. Okay. Manchmal ist der so ein wichtiger Arsch. Naja, Misuzune ist auch einer der schwereren, ne? Das ist halt wieder. Das bockt halt wirklich. Das ist halt so ein. Ich mag ihn halt einfach, also macht Spaß. Ja. Da ist er mir sogar, ob es jetzt irgendwie schwer ist oder nicht. Also ich find ihn okay. Nein, nein, das will ich auch gar nicht sagen, super, das finde ich cool, das ist gut Design, super Kampf. Ja, und Seifenblasen. Oh ja, und der passt thematisch perfekt. Ja gut, das stimmt. Wird immer noch das eigentlich März, eine Falle, oder? März viel zu lange hätte. Ahahaha, wir können. Was war das denn für ein Abspacker gerade? Oh Gott. Ratian. Ratian wird gekonnt ignoriert. Oh je. Yeah. Lass mich in Ruhe, Ratian. Mach halt los, du oller Hund. Warte, warte, ich glaube, er legt sich schlafen. Oder? Schlaf machen wir nicht, ne? Ne, warte, warte. Ne, ne, er hat uns gesehen. Er kommt. Oh, okay. Was zum Teufel? Was ist das denn für ein Auftritt? Das hat ja gar nicht geklappt gerade für ihn. Oh, ist das nervig, ne? Wenn man irgendwie kommen will und irgendwas hittet einen die ganze Zeit. Das ist immer ein bisschen nervig, dass man sich gegenseitig erwischen kann einfach. Ja, das ist halt das Problem mit für Longsword-Spieler. Man ist manchmal am Schwitzen, weil man nicht Leute hitten möchte. Habe ich jetzt gerade vergessen, wie ich die Specials mache? Ja, habe ich. Habe ich vergessen. ZL und X oder A war das. Ich wollte die ganze Zeit gerade einen machen und habe die falschen Tasten gedrückt. Ja. Hast du gerade einen Machst du da dann Devil May Cry Moves, ey? Wow.
Ich habe original nur mich selbst gesprengt gerade. Nein, ich bin glitschig. Ja, ja, das war Harlow. Das ist wirklich. Feeling ist sehr wie bei World. Nur, dass du halt deine Armschlänge da nicht mehr hast, ne? Dafür hast du halt jetzt den Käfer. Oh! Aber sonst ja. Super schnell, dynamisch. Kann er sich mal jetzt entscheiden, wo er hin will? Nee, ich bin nicht hier. Ja, ist für einige Waffen halt auch ein bisschen kontraproduktiv, Harle, ne? So! So, die Schlinge mit dem Charge-Split und sowas wäre halt auch, glaube ich, stehe mir schwierig jetzt vor. Jetzt geht's aber rauf. Gute Güte, nice! Oh nein! Jetzt kann man ihn reiten. Okay. Ja, und da hat er natürlich schon drauf. Ich dachte deswegen, da müssen wir noch irgendwelche Tierschutzorganisationen anrufen. Oh, ich glaube, ich nutze die Chance kurz, um zu schärfen. Nimm ihn mal weg hier. Boah, hier gerade wer, oder? Was zur Hölle? Aber wer? Daniel? Das ist wieder dieser böse Nachbar. Immer zu den unglücklichsten Zeiten. Oh, geschafft. Na gut, immerhin ist noch Werktag, ne, aber. Ist halt Samstag, 9 Uhr abends. Ja, jetzt ruhig erstmal. Drei Stunden. Während ihr irgendein Staffelfinale guckt. Oder ein Staffelfinale? Staffelfinale. Wir haben ja auch einen, der hat halt. Die ersten 2 Jahre damit irgendwie verbracht, draußen irgendwie samstags und sonntags immer seine Laube abzubeizen. Ist richtig schwachsinnig. Was man halt so tut. Ja. Und dann wirklich so Samstagabend so. Die ganze Zeit. Guck mal, wie die Katze schon zur Wand guckt. Ja, er guckt schon. Was ist da los? Die Nachbarn sind manchmal ganz so. Ich hatte in meinem Elternhaus damals hatten wir einen Nachbarn. Der hat immer bei seinem Auto abgemessen, ob er ganz parallel zur Bordstein könnte stehen. Da ging er echt mit dem Lineal zum Rad und hat das abgemessen. Nice. Schon ein bisschen gestört. So, was jetzt mit Harle hier? So. Was dann, wenn wir mit selber Gruppe erneut versuchen? Könnt ihr mal probieren, was dann passiert. Einfach zum Testen. Kommen wir einmal noch raus. Okay. Ob man dann wenigstens. Weil wenn man die Waffe nochmal wählen kann, ist ja cool, weißt du? Ah ja, guck mal. Dann bleiben wir doch in der Runde und man kann nochmal auswählen. Ist das sexy. Aber dann geht die Zeit wieder los. Ja, aber diesmal sind es 50 Sekunden. Ah, eine Minute, das ist halt nicht schlecht, ja. Tries remaining. Oh. So, Moment, Izuki. Zur Entspannung. Naja, noch erst wenn alle reinkommt. Ja. Ja, 29 Mission bis März. Also, mir ist egal. Erstmal bleiben wir so, wie wir sind. Schwert und Schild teste ich jetzt mal. So, wann war das nochmal? 26. März, ne? Irgendwann im März. Das ja. Noch zu lange hin. Ja, aber finde ich auch gut, ey. Das ist, man braucht die Zeit. Im Februar kommen ja auch irgendwie zig Spiele raus und so ein Scheiß. Dunkel. Unser Schnee schmilzt. Ich meine, ja. Wir hatten hier nur Schneeregen insofern. Da, 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 da. Ich hab heute Monster Hunter Shirt an. Stimmt. Gerade auf. Ist ja einer. Ist ja passend. Das ist eigentlich mein Shirt. Dass ich zu fett geworden bin. Jetzt hab ich's. Oh, wow. Als Chill-Shirt ist es super. Das ist hier dieses, wenn du die Collectors Edition von Tri geholt hast, das, was du dabei bekommen hast. Jetzt ist es mein Schlabber-Shirt. Ein V-Shirt ist das noch. Hm, 10 von 10, weil Hunde statt Katzen. Mein Hund heißt jetzt Miguel. Yandra. So, mal gucken, was das Ding kann. Yeah. Kann der Spanisch? Si! Oh, was ist si, das? Si. Keine Ahnung, was das macht. Conzuela. So, okay, und. Ist das so ein Rusher?
Und der andere Move. Hey, hallo, lieber Tadlos Prisioneros, ja, ahora vengo por ti. Ist, glaube ich, klar, dass wir erstmal die anderen. Taco Burrito. Ist, glaube ich, klar, dass wir erstmal die anderen Viecher machen, ne? Statt den Izuki. Ja. Wollen ja nicht schnell, wir wollen das ja ein bisschen ausnutzen. Deswegen dachte ich, ist eine Popel-Mission besser. Absolut. Hast du halt Pokémon gesagt? Ja. Ja. Kann man machen. Nur ich und du. Na, ja, das ist cool. Pokémon. Da, 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 da. Oh, mein bester Mann. So retten wir die Welt. So, Moment mal, wollen wir Great Sushi nicht eigentlich ignorieren? Also, ich sagte ja. Deswegen, ich reite jetzt auch mal vorbei an dem. Du auch, Drache. Du hast auch auf den einzuhauen. Drache verbraucht nicht unsere Versuche. Ja, da dreht er um und kommt. Na, was ist denn da vorne? Was wartet auf uns? Warte, da war so ein Ausdauer... Oh, Arthur, was ist das? Ausdauernutzung reduziert. Und fette, kleine Viecher sind hier auch noch so... Was zur Hölle sind das für Viecher? Die sind ja großartig. Ja, die sind super süß. Fette Dachse oder sowas. Fette auch so ein Lagombi wäre jetzt auch schön. Oha, Lüt geschrieben minus 10 von 10, weil die anderen ohne dich angefangen haben. Jetzt sind wir bei 0. Wow. Verdammt. Oh, das ist Alter. Okay, Schwert und Schild ist cool. Achso, das ist auch Schwert und Schild. Ja, Mann. Schwert und Schild spielt sich richtig nice. Ja, lustig. This is for my fellow hunters. Your mind to command. Amazing. Ah, das stimmt nicht die Richtung, das stimmt nicht die Richtung. Wieder. Ich hab der Warrod ist auch sehr interessant, oder? No more, Mr. Nice Guy. Sehr schön. No more, Mr. Nice Guy. Der A-Move, weißt du, mit dem Käfer. Ja. Ich glaube, das ist auch richtig gut, um ihn in den Reitmodus zu kriegen. Das würde ich hoffen. Und dieser nach vorne Katapultier-Move ist auch krass mit X. Das ist ein Trendschild. Oh, was macht der denn? Bin ich sicher? Das ist ein Angriffslauf. Das bald? Spiel, ich weiß, wie man Items benutzt. Geh weg. Ey, dieser Seilangriff macht auf jeden Fall Spaß. Oh ja. Und mach mal den X-Move auch, der ist super. Du musst auf Distanz gehen. Da fliegst du richtig weit. Daneben. Das ist richtig krass Ziel, ne? Oh, sein Ernst. Gott, das ist nicht richtig. Oh, ich muss mal schärfen jetzt. Ah, okay, Great Sushi ist auch da.
Ja, man war schon echt ganz schön weit nach vorne mit dem Mut. Cool. Aber der ist der Bock, ne? Bin ich. Ja. Für die Moves vom Großschwert tatsächlich nicht so geil. Ich weiß nicht, ob man da später noch andere einstellen kann oder so. Mich nicht wundern, tatsächlich. Jetzt hat das Bärchen. Er haut auch. Er ist abgehauen hier runter. Dann grabben wir uns, während ich den Steak reinpfeife. Los, Hundi! Sieg! Oh, da oben ist Kiki. Kaki, Sushi folgt uns. Ah, es geht so schön schnell, dass man dann wieder auf seinen Hundi raufkommt und abspringt. Das mag ich, wenn nicht so viel Zeit vergeht. Ach, hier lang. Okay. Runterspringen im vollen Brett, das war super. No. Ist das dein Ernst eigentlich? Ja, das Vieh will uns richtig haben hier. Okay. Will er hier hoch oder was? Der Schwede haut er richtig ab hier, meine Güte! Ich will das Bärchen tot sehen. Tito. Condito. Hohohoho. Ich gehe mit dem tiefschürfenden Journalismus hier. Wo steht bei Hale Monster davor oder hinter Dark Souls? Eieieiei. Jetzt sind sie. Jetzt aber knusprig, glaube ich. Also ich selber finde, anhand der Stundenzahl und Liebe, die ich bezüglich Monster da mitbekommen habe bei Hale, sollte eigentlich Monster da vorne stehen. Das ist jetzt eine schwierige Frage für ihn. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. No more Mr. Nice Guy! Ich finde das nett, dass sie jetzt reden, die Charaktere. Ja, kannst ja einstellen, ob japanisch, monsterhunterisch oder englisch, aber ich hab ja jetzt auch englisch drin. Ja, meine auch. Nach dem Meme-Fest in Monster of the World muss es auch auf englisch bleiben bei mir gerade. Oder so, where's my Dragonator? Where's my Dragonator? Ah, haha, Armin. Nice. Bärchen ist down. Nice, 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 guy. Auch wenn es nichts bringt, ich farm ihn trotzdem ab. Warum ist das Spiel so gut? Und die Rüstungsdesigns sind auch wieder richtig nett. Da einen riesengroßen Schmetterling. Scheiße. Ein Damage Boost. Vogel. Wenn man Seilkäfer buff. Aber mittlerweile ist man schon echt richtig wendig, wenn ich das nochmal mit Monster Hunter 1 vergleiche. Oh ja, Alter.
Was ich dann auch noch mit Großschwert gespielt habe. Wenn ich diesen Stick drücke, dann kann ich ja von 5 Sekunden 1 Meter weit gehen. Weiß, wenn man trifft. Wieder geschafft haben, noch wieder einen neuen für diesen Raptoren zu machen, ne? Schon mittlerweile so ein Running Gag irgendwie. Echt, weil wie viele gibt es inzwischen von denen? Aber die sind alle, irgendwie mag ich die alle. Ja, ich mag die auch alle. Ey, Gendrom, das erste große Monster, ey. Aber das ist Monsterfair. Hast du noch ein Velocidrom? Ne, Velocidrom, eigentlich Velocidrom, gar nicht Gendrom, Velocidrom. Und das war super nice. Oh, Marie ist drauf. Muss ich mal schärfen. Genau, wieder zu drum. Und danach war es ja Kutgu. Genau, ramm ihn gegen irgendeine Wand. Wie das auch aussieht, ey, ist nice. Sieht verrückt aus, was du da tust. Jetzt du loopen müssen und dann. Ich habe das Gefühl, dass Hal eine Sinnkrise gestürzt. Ja. Er antwortet nicht mehr. Das ist tatsächlich geschafft, jetzt zu stunnen, ne? Ihn jetzt. Ja. Nee, Zufri oder Harlekin? Den, beides. Beide. Das ist so ein bisschen ätzend, dass man, Alter. Okay, da hat gar kein Land mehr gesehen eben. Nee. Aber ja, so dieses, dass man sich so foppt. Weil mit dem Schwert und Schild bist du ja immer sehr nah dran in der Action. Und sobald jemand da auch in der Action drin ist, dann staggerst du halt die ganze Zeit. So, soll ich mit gerade täuschen? Auch ein MH ist kein Dark Souls? Wow. Ja, wissen wir noch nicht, noch ist er ja nicht da. Gibst du nicht? Don't mind if I do. Ja. So, Hale, wie sieht's aus? Wissen wir nicht, ne? Geben wir auf ja. Okay, ich gehe erstmal raus. Ja, so. Toll. Jetzt schreibt der eine, könnt ihr noch. Ja. Soll ich doch nochmal mitkommen? Mach doch, was du willst. Ja, dann komme ich noch einmal. Nee, auch dein Leben. Oh. Aber er sagt, eine können wir noch. Können wir noch Miso oder können wir noch ein Izuki? Machen wir nochmal ein Miso. Ja.
Oder nee, machen wir dann mal ein Izuki, damit wir gleich eine miese Mama haben. Ja, am 19. Januar kommt ja auch Persona 5 Strikers. Ja, Ratian machen wir gleich. Ich weiß nicht, für Hale braucht er wahrscheinlich nicht mehr so lange. Dann machen wir gleich mit Hale den Ratian. Ja, ja, kommt ja auch im Januar. Nice! Was kommt im Januar? Das Gaia. Achso, der wievielte? Sechste jetzt schon? Sechste oder? Jetzt, ja. Eieiei. Die und 5 habe ich auch dort gespielt, ja. Das war aber. Güte, nehme ich den jetzt. So. Das ist nämlich das Gute, wenn man so einfache Missionen macht, dann kann man wenigstens die Waffen mal nochmal angucken. Man steht nicht so unter Druck. Ja, mit den Bogen kam ich eben gar nicht klar. Hattest du gerade Bogen? Ja. Bogen ist auch stressig. Muss ich mal in Ruhe machen. Na, dann nehme ich jetzt einen Bogen. Der Nico, der zeigt uns jetzt, wie es geht. Ja, ich bin jetzt kein Bogenspieler, also. So, Moment mal, wieso steht denn jetzt hier? Hä? Für was kommt denn das Sky so früh raus? Ach, das kommt in Japan. Ja, Drache, das war doch klar. Raus. Das machen wir. Fuck off, das kommt in Japan so früh raus. Das kommt erst im Juni. Aber 30 Missionen ist halt echt viel. Ich weiß gar nicht, ob ich 30 Missionen überhaupt vollkriegen will. Ja, ich auch nicht. Oh, das Outfit sieht richtig gut aus vom Bogen. Ach, das ist der Bogen. Kann mal meins sein, Alter. Wo bist du? Alter, Alter. Ah, ja, dein Endgame-Gear hier, hab ich schon gesehen. Mein Hund heißt Sarah. Willow. Gareth. Nicht was, Gareth. Okay, so mach ich die Geschichte drauf. Das ist dann der Nahkampf-Scheiß. Alter, jetzt mal direkt zum Bärchen. Ja, man konnte doch, warte. Genau. So geht das. Geht das zielen noch? So richtig das jetzt zum Bärchenreiter, ne? Ja. Ja. Ne, XA ist der Special. Ne? X-Nay genau, to the Evernay. So, dann gucken wir nochmal, ob mir irgendwas entgangen ist. Waffensteuerung, Bogen, Zielen, Schießen, Nahkampf, Drachentöter. Beschichtung. Beschichtung ist klar. Genau, es braucht alles Ausdauer. Ups. Ja, das ist Beschichtung. Interessant. Okay. Und sicher Kombos. Kraftschuss. Dann aufgeladener Seitwärtsschritt. Aha. Zack, und dann den Bogen. Den muss ich nochmal. Ach, der. Okay. Das mit den Dual Blades ist tatsächlich, spielt sich das so ein bisschen simpler. Ein paar Upgrade-Vögel hier. Sperlinge. Oh, what? Okay. Was ist los? Oh, ich reite. Ja, ich hatte mir das Moveset noch ein bisschen angeguckt, deswegen bin ich noch auf dem Weg. Mit Dual Blades ist es definitiv einfacher, aufzukommen auf die. Monsterchen hier. Oh Gott. Oh, Drache. Was hat er für eine Waffe?
Insektenlabel. Die Käferlanze. Mann, wo? Was ist denn los? Geh doch mal weg. Was ist jetzt los? Mich nicht weggelassen. Das ist, Gott, wie habe ich nochmal diesen großen Schuss von oben getriggert? Das weiß ich gerade gar nicht. Ist das jetzt ein Heilungsangriff? Nick, bleib mal stehen. Ah! Hat er mich gebufft, hat er mich? Aha. Bufffeile. Ja, Bogen, sie rankommen. Ups. Ma. Viech, entspann dich. Entspann dich, hab ich gesagt. Achso, genau, ich kann ja noch die Beschichtung draufnehmen. Warte mal, das war. Wie war das? So, dann ist so Kraftbeschichtung drauf. Aber, ich glaube, ich sterbe gerade. Oh Gott. Aber wie verwende ich jetzt nochmal die Käfer-Skills mit dem Bogen, wenn ich mit ZLA ziehe? Warte, dann muss ich mir mal gucken. Da. Mann, ich bin da drunter. Da. Jetzt sind die Pfeile. Ach, einfach nur R und dann. Ah, okay. Okay, und damit jump ich nach hinten. Ging ihn, los! Oh Gott, das war ja scheiße. Ich glaube, Bogen wird noch meine Waffe, ey. Oder ich müsste deutlich mit der üben. Aber es ist vom Spielstil nicht meins. Ich glaube, ein Steak gefressen? Ja, los, komm. Seilkäfer. Meister Petzer beim Abhauen. Ich weiß ja nicht, wo Drachet gerade hinläuft. Ich glaube, der hat die Abzweigung verpasst. Hallo, hallo, hallo. 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 Na? Ich bin da. Wie geht das denn? Geht's euch, ihr faulen Menschen? Weil du arbeiten warst und wir nicht. Ja. Das ist halt mein letzter Urlaub. Da, das ist in Ordnung. Naja, auch. Dann ist auch in Ordnung. Und Nico? Warum bist du zu Hause? Ich hab einen regulären Feiertag. Der hat immer frei. Ja. Ich muss morgen auch noch. Echt? Ja. Warum das? Ja, wegen Umzug. Der ist heute nicht geschafft? Nee. Wird es da eine kurze Schicht wenigstens? Vielleicht. Mit Glück. Ah, weißt du noch nicht. Nicht an mir.
Aber es liegt nicht nur an dir, oder? Naja, meine Aufgabe ist, ich muss ein bisschen Netzwerk machen. Also wenn alles ziemlich fix klappt, dann bin ich auch schnell wieder weg. Ja, nice. Dann viel Erfolg. Ich hätte aber versuchen können, ihn zu lähmen vielleicht. Oder Gift. Oh, ich kann sogar einschläfern. Ja, das machen wir beim anderen vielleicht. Mit X macht er jetzt Beschichtung auf, ne? Ja. Und Harley, wie stehst du zum Boden? Allgemein mag ich einen Bogen. Es gab doch immer diesen Schuss, mit dem man so was runterfallen lassen konnte von oben. Mhm. Das Ding ist jetzt so ein Buff für die Regeneration. Ja, ist doch besser, dass mit dem, was von oben kam, war ja immer ätzend im Multiplayer. Ja, das hat die anderen halt immer so angebumst, ne? Ja. Haben wir alle Bomben eigentlich? Dann würde ich den mal einschläfern hier. Ja, wir haben Bomben. Warum looten wir eigentlich? Weil wir so viel damit anfangen. Die Gewohnheit. Das ist einfach so drin. Da war ja so ein Stinkhörnchen. Ich mag den Hügel. Hast du schon die beiden Basismissionen gespielt, Harley? Nein. Oha. Wann denn? Auf Arbeit? Hättest du ja jetzt machen können, schnell. Ja, ist ja an der Switch, ne? Hätte man ja mitnehmen können, ja. Bist du da WLAN? Klar. Genau, irgendwie dieses schnell ausweichen, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Hunde hier auch, ja. Ich will mal darauf aufmerksam machen, ne, dass hier gerade vier Hunde sind. Normalerweise ist da nicht eine Katze dabei. Und jetzt sind wir hier alle unsere Köder dabei. Super nice. Die Doggos. Mich wundern, ich schläfe ihn gleich ein, ne? Also, falls oh ja, okay. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber. El Grande Doggo. Zumindest war dieser Angriff von oben immer richtig gut, um Effekte aufzukriegen. Oder um den Gegner auch zu stunnen. Das bleibt jetzt natürlich aus. Er schläft! Ja, er schläft! Aufhören! Das ist nicht mehr abkriegen. Ich habe eine Ja-Nein-Frage für euch. Wer löst aus? Bekannt, wie viele Monster drin sind? Nein. Ja, nein, noch gut. Nicht ganz. Aber ich habe eine absolute Frage, die es ja gab. Wo haben sie gefragt, ob sie zum Beispiel noch mehr Monster offenbaren sollen? Also, ob das gefällt, wenn sie mehr Monster zeigen. Und ich so, ja! Aber anhand der Waffen können wir schon ein bisschen was deuten hier. Also zum Beispiel eben hat Nico ja mit dem Jagdhorn gespielt und das war einwandfrei Gravius, die Waffe. Und das Kesu dabei ist es mir ja auch. Yay. Ja, ein Lagombi. Woo! Lagombi finde ich super. Finde ich auch gut. Den mag ich. Steht ja auch die Chance, dass halt die ganzen anderen Viecher dabei sind, weil Mitsuzune dabei ist, ne? Also das halt die Viecher, die wir jetzt... Genau, dass Gamow dann wieder dabei ist und dass halt der Elektrospacken wieder dabei ist. Volt, jetzt wieder mal. Ah, nee, das war halt der Kampfjet. Und ja, ne? Der eine, der nicht genannt wird mit dem großen Schwertschwanz, der auch, glaube ich, nutzt. Das ist immer eine Seite von Voldemort-Tür noch nicht kennen. Oh, habt ihr dieses Vieh aus dem Trailer gesehen mit der Frostklinge am Arm? Ich bin sehr gespannt auf alles, ja.
Ich freue mich auch immer schön über diese kleinen, großen Viecher, wie zum Beispiel diesen grünen Globbel da. Dieses grüne, dicke Vieh, was offensichtlich irgendwie die Muttervariante ist von diesen kleinen, dicken Waschbären oder was immer das für welche sind. Ja, ist auch richtig knuffelig. So viele coole Sachen dazu. Und auch wieder dieser eine Vogel, ne, der offensichtlich auch so einen großen Pecko verschnitten ist. Geht so einiges. Oh. Fallen hätten wir auch noch. Pass auf. Ja, viele neue, oh, wäre halt auch nice. Man kann sich die Equipment-Info nicht geben in der Demo-Version. Ich wollte mir gerade mal eine Rüstung angucken, wie die heißt. Ist nicht, sagt Capcom. Eieiei, voll ins Gesicht. Oha. So, jetzt raus und dann Kanal rein. Okay, tschüssi. Ist die Musik immer die gleiche? Die Musik wird oftmals von dem Gegner bestimmt, gegen das man kämpft. Und da wir in der Demo nicht so viele Gegnerauswahl haben, haben wir auch nicht so viele unterschiedliche Musiken. Ja, stimmt. Viel Spaß euch noch. Jo. Jetzt fühle ich mich schlecht. Wieso? Ich habe Marie verdrängt. Ne, Marie wollte die ganze Zeit schon gehen. Ach so. Ich wollte jetzt gehen, aber ich brauche halt immer eine Pause. Ist voll anstrengend, weil man ewig kein Monster Hunter gespielt hat. Ich werde jetzt auch erstmal kurz in der Ecke stehen bleiben. Aber du bist ja ein Profi. Hat's denn nicht gesagt? Hör doch auf, Marie. Ist ja ganz rot geworden. Was hat er denn noch aller Trion gemacht? Da. Nein. War jetzt auch kacke mit Randoms. Wenn ich wir jetzt hier auf Ja gehen, dann kann Hale doch trotzdem einfach die Daten eingeben, ne? Und rein. Ja, natürlich, das kann er. Ja. Das geht. Kann jemand nochmal den Raumtitel reinschreiben? Oder siehst du den Hale? 94X6MNT. Ich glaube, ich hatte den eben gesehen. Kann ja, 94X6MNT, ja. Genau. Und Passwort ist 1409. Die Zahl an Tries runtergeht, das ist wirklich traurig. Das volle Spiel, jetzt. Ah, Groß-Kleinschreibung ist wichtig. Ja, es ist ja, alles ist groß, es ist alles groß. Warum tut man sowas? Stellst die richtigen Fragen. Richtig und wichtig. Was? Oh Gott, welche Waffe wird sie jetzt? Hallo, wo bist du? Ich vermisse dich. Auf dem Weg. Okay. Ich habe mich mehrmals verdrückt. Es tut mir leid. Das ist die Aufregung. Passiert. Mit zittriger Hand werden hier die Buchstaben eingegeben. Wer ist mit Gewehrlanze? Drach hat genommen. Na, die nehmen wir mehr Lanze. Also ich habe auf jeden Fall auch eine. Ich nicht. Ja, für dich gibt's nur eine Waffe. Ja, tatsächlich hat er eine Bowgun gerade bei mir, zumindest laut Spiel. Aber das ist doch.
Nein. Die Anzeige ist buggy, ey. Bei mir hatte, hatte ich zum Beispiel auch eine Axt, obwohl das auch völliger Quatsch ist. Das ist, oh, stell dir mal vor, Harl hätte jetzt eine Bowgun, oh Gott. Ja, und dann haut er mit der Bowgun zu wie mit dem Charge Blade. Ist ja doch witzig. Jetzt muss ich erstmal die Waffe hier kurz testen. Bin hübsch. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm mal her. Beweg dich mal. Soll ja auch langsam. Ein bisschen, ne? Bleib mal stehen. Das war gemein. Oh, du Model. Sehr schön. Ah, ja. Schön. So, okay, das macht das. Wenn ich beide Tasten drücke, dann hau ich hoch. Das sieht ja schon martialisch aus, wenn ich hier mit der Lanze auf dem Rücken reite. Ich muss mal irgendwie so ein Ultra-Dings machen. Oder von die Lanze vorne ran hier. Nico, ist dir das eben aufgefallen, als du eben Lanze gespielt hast? Nee, was denn? Wie das aussieht, wenn du reitest und die Lanze einfach so vorne, nach vorne ragt, einfach so. So Quichotte-mäßig. Ja, Mann, ohne Scheiß, kannst du hier richtig super. Nicht mal jetzt den Helm oder so, aber diese Lanze, das ist einfach halt. Im Prinzip könntest du auf den Gegner rammen. Guck dir das mal an. Blockstoß, Nachladen. Ja, warte, ich analysiere gerade die Waffe. Ach du Scheiße, was? Wormsteak-Kanone? Verstehe ich nicht. Ah, drückst du eine Kombo aus, zack, zack. Ach, hab ich vergessen, ne? Wir gehen zu Bärchen. Also, ist Mizutsune jetzt, ne? Also. Das wird das kein Bärchen sein, sondern vielleicht ein Ratian oder so. Ach so. Ja, dann gehen wir zu Ratian. Dann knüppeln wir den weg. Was sicher Kombos? Was geht hier ab? Nee, du hast dich vertan, du. Das ist der Bär und it's okay. Echt? Ja, du hast dich vertan. Soll ja mal vorkommen, ne? Stimmt. Stimmt. Ich dachte, ich habe mir so Zune gewählt. Ja, dann weiß ich nicht, ey. Dann können wir auch direkt das Vieh killen. Ja, hast recht. Ja, vielleicht mit der Harley auch noch ein bisschen testen hier, deswegen. Ah ja, stimmt. Ist auch in Ordnung. Wo ist mein Hundi? Da ist mein Hundi. Gott, ich laufe gerade gegen die Wand wie so ein Troll. Leichtes Problem gerade. Ja, sammle ich sie ein? Dann sammle ich ein. Ja, Mann. Turtleitis. So, bald habe ich es auch geschafft. Das ist auch ein Counter-Move. Das ist ja sweet. Ja, dieser eine Käfer-Move. Dieser Käfer konnte das richtig gut. Ja, also mit der Lanze machst du ja auch einen Konter, ne? Und der ist halt, der ist ziemlich sexy, muss ich sagen, ja. Eieiei. Peace. So, warte, wie ist Nachladen? Bestimmt Blocken und irgendeine Taste. Also Harle, ne? Die Käfer-Moves ist alles mit ZL und dann halt A oder X. Oder B zum Ausweichen. Okay. Das sind mir zu viele Knöpfe. Ja. Ich sehe das. Oh Gott, ich bin gleich tot. Die Moves werden dir gefallen, glaub mal dran. Harle, weißt du denn jetzt schon, wie du die Käfer-Special machst? Nick doch gerade gesagt. Ja. ZL, A und oder X halt, ne, je nachdem. Ah, okay, ich dachte, du hattest eben das ZR-Dings gesagt. Nee, ich hab nur halb zugehört. Ja, nee, das, ich hab gesagt halt, wenn er Waffe draußen hat und dann ZL halt und A. Ja. Oder halt X. Was auch geil ist, wenn du halt reitest und dann aus vollem Ritt einfach halt B drückst, dann halt dich hochkatapultierst und durcheinander angreifst. Das ist auch super nice. Das ist alles so schön dynamisch in diesem Spiel wieder. Ich liebe es. Ah, Peaks! Oh Gott, ich. Also ich. Nico drauf! Ja, Nico, ne? Ja, dann machen wir hier. Können wir mal drüber reden, dass ich scheinbar eine Kingdom Hearts Waffe hab? Ja, ne? Hearts and Darkness! And Darkness and Hearts! Das ist ganz andere Geschwurbel, was ich nicht verstehe. Oh, irgendwas ist gerade explodiert. Oh, jetzt sind keine Exoki. Ah, die Macht der Freundschaft. Den loote ich erstmal wieder. Ist gerade explodiert.
Genau. Hm. Wer hat da gerade diese übertrieben riesige Käferattacke gemacht? Kann ich eigentlich Items verwenden? Nee, ne? Geht nicht so, während du auch draußen hast, lieber ein Schwert und Schild. Ja, das ist das, was sie bei Eisbauern nachher so ein bisschen angeglichen haben. Ja, was? Bin ich das? Was ist diese Explosion? Was? Glaube ja. Ja, das ist die Explosion aus deiner Waffe, glaube ich. Weil die kann das ja, die kann da so pumpen. Naja, da ist immer so neben mir nur so eine scheiß Explosion gewesen. Das ist so sicher in Luft. Vielleicht hast du ja einen Auspuff oder so. Oh Gott, dieses Vieh. Mach's gut, Susanne. Schön, welchen Tag haben wir heute? Weiter. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Ja, da ist er. So, kurz mal das Essen hier. Pfote kaputt gemacht. Ach stimmt, man kann auch die Klinge auch irgendwie abschießen, ne? Schön. So, wie war denn das mit der Klinge? Oh Gott. Halten wir mal los. Hui! Ist auch schön einfach A gedrückt halten, Harle zu jeder Zeit und dann setzt sattelst du auf. Hab ich schon mitgekriegt tatsächlich. Aus unerklärlichen Gründen. Okay. Das ist super nice, das finde ich. Ah, da ist noch ein Wirebug. Ach so, das warst du, Drachet? Welche Waffe hast du denn? Ah, okay, das ist ein Bogengewehr. Ah, er ist eine Explosion, okay. Mal Stopp gemacht, das ist richtig. Ne, fast falsch geritten. Hab ich fast einen Drachen gemacht und bin runtergesprungen. Und das sammle ich auch noch. Mein Hund heißt Robo, das ist ja nice. Jetzt ist die schon wieder da. Sie ist nie weggegangen. Ja, jetzt die Klinge drin, okay. Oh, macht auch gut Schaden, das Ding. Uff. Ich finde Gewehrlanze an sich vom Prinzip her total cool, aber ich mag die normale Lanze lieber, weil die Gewehrlanze recht statisch wirkt, finde ich. Oh, was ist das denn für ein Special? Ui! Okay, das war cool. Der Bärchen hat es gleich. Hey, hör mal auf, wo gerade sterben die. Ab Bärchen würde wieder durch seinen Special-Gang gehen. Oder was? Ja. Kommt jetzt wieder. Wow. Ist das cool. Wir sind übrigens schon weitergeritten. Ja. Kommt mein Hund irgendwie nochmal? Komm, Daniel. Los jetzt. Yeah. Daniel ist mein Hund. Oh. Ein Bullfango oder ein... Ja, Bullfango. Vielleicht gibt's immer wieder ein Bulldrom. Wir brauchen so einen Renoplos-Boss. Ein Renodrom. Ja, Mann. Na toll, Leute. Na toll. Gerade mein Special-Schuss gemacht. Ey, man kann doch an Leichen aufladen. Gut. Und Charge Blade so, wie du es dir wünschst. So, wie es gehört. Nice. Und hast du mal diese Seilkäfer-Skills jetzt benutzt? Nein. Können die was? Nee? Mach mal, test das mal. Da sind teilweise echt coole Sachen bei. Da willst du dich wirklich gerne mal sehen, auch was du da machst. Ich versuch's, okay?
Das fühlt sich auf jeden Fall auch richtig stimmig an mit den Käferlies. Also so, als wäre es eigentlich schon immer so gewesen. Spielzeug, was wir wieder fangen muss. Oh Gott. Ja, schade. Was jetzt schon reincrashen kann er mit dem Hund. Dieses Vieh ist so weird. Fuck. Okay, der Angriff war nice. Haha. Ich weiß gar nicht, was war das? War das ein Konter oder was soll das sein? Oh, Konter von der Erde, oder Max. Ja, ich hatte so ein Käfer-Special und da war ich mir nicht sicher, was da passiert. Wenn du nur so rumstehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es ein Konter ist oder so. Oh, kannst mal heilen. Ich will das. Die hat's auch gleich. Die sind schon wieder so garstig zu ihm. Die hat das auch verdient! Also scheinbar habe ich nicht so fancy Sachen. Sind das vielleicht Buffs oder was hast du da? Einmal sieht es nach Counter oder so aus. Und einmal habe ich ja eher ein Movement Skill, dass ich dann noch ein bisschen nach vorne dash und dann meine Ulti machen kann. Kann das sein? Eine Frage, ne? Also das kannst du ja auch bei Jägernotiz nachlesen, da steht genau, was das macht. Ich kann gleich auch nochmal gucken. Das abhauen, das läuft ja nicht. Und tschüss. So, Jägernotizen, Waffensteuerung, wie heißt das Ding? Energieklinge. So, du hast einmal Morphmarsch. Der lässt dich vorschnellen und morpht deine Energieklinge in die Axtform. Dabei bist genau. Du immun gegen Rückwürfe und Betäuben. Und auch den. Super-Counter? Also ja, ein halt... Höchstleistungs-Counter. Oh, geil! Heute in Hand. Ja. Das ist super gut. Das ist Hack! Also bist du ultra-immun, also hast du einen Ultra-Counter dabei, wenn du diesen Move machst. Das ist ja hammergeil. Ja, vor allem habe ich gerade gelesen, dass ich dann einfach mal Fiolen kriege, wenn ich das mache. Das ist ja safe. Ich meine, wenn du dann darüber überlegst, wie stark die Übercounter sind. Also diese, okay, der Momente. Counter von der Gewehrlanze ist halt ein Blockmanöver und stellt meine Schärfe wieder her. Ah, nice. Und es ist nämlich mit dem Schadspiel kannst du zum Beispiel auch, ich weiß genau, könntest du auch Magma, T-Rex und sowas einfach mal direkt umnocken, wenn er gerade seinen Charge-Lauf macht. Das ist super gut. Der Drache flippt halt aus. So, jetzt aber Misuzune. Ja, Mann. Bleib nicht in seinem Bläschen stehen. Bin nach wie vor Fan vom Huntinghorn. Kannst du wieder nehmen. Na.
Mach ich auch. Ja, ich werde jetzt auch wieder was nehmen, was ich kann. So, Hammerboy oder Dual Blades? Ne, ich kann jetzt schon sagen, ich bin zufrieden. Was macht die Switch-Axe eigentlich? Hast du dieses Rumhüpfen mit den Käfern jetzt auch schon geahnt? Meinst du mich? Ja. Ja. Natürlich auch recht. Ist ja auch nice. ZL. Ja, genau, das eine ist ja mit Dings draußen, das andere ohne. Dann hast du schon mal ein Monster geritten, das ist sonst, glaube ich, das einzig Neue, was dir noch fehlen würde. Monster geritten? Ja, du kannst ja Monster reiten und während du auf denen reitest, kannst du mit denen auch Angriffe auslösen. Okay. Oder sie halt in die Wand reinreiten, das geht natürlich auch. Ja. Dafür ist die zweite Tutorial-Mission ganz gut, die ganz unten ist. Und wenn du halt einen Gegner auftriffst mit diesen Seidenbinder-Angriffen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du es reiten kannst. Hm. Und dann leuchtet das so ein bisschen auf und hat so diese Käferlis um sich rum. Und wenn du dann A drückst oder es einfach angreifst, dann reitest du das Monster und dann kannst du halt dich mit R bewegen, so wie du halt sonst auch läufst. Und kannst mit X und A Angriffe als das Monster ausführen und mit B halt ausweichen. Also steuert sich eigentlich mit den Tasten, die man gewohnt ist. Und das ist halt ganz cool, dann kann jedes Monster halt andere Angriffe und so. Was ist jetzt eigentlich alles auf der Karte? Außer dem Mizuzune. Ratian und was noch? Itsushi oder? Wusstet ihr, dass ihr in der Luft einfach A drücken könnt? Und dann hängt ihr an eurem Käfer rum? Wenn ihr irgendwo runterspringt, einfach A? Ah, Tatsache. Das ist ja witzig. Und da kann man dann abspringen. Nice. So, was haben wir denn da hinten bei Drache? Das ist jetzt Ratian oder was? Also es gibt Ratian, Mizuzune und was noch? Weiß nicht, wir töten auf jeden Fall alles, was nicht Mizuzune ist, oder? Bin schon dran. Ich glaube, ein Groß Izuki gab's noch oder so. Ja gut, das ist ja dann. Das ist ja. Ratian, mich jetzt gespannt, was neue Moves hat, die alte. Oh, Honig. Ich finde das gut, dass es mittlerweile dieses Auto-Kombinieren gibt. Oh ja, ne? So auf. Ich weiß nicht, die ganzen Kombo-Bücher mit mir rumzuschleppen und so. Ja, ich hatte bei Monster Hunter 1 hatte ich irgendwie ein selbst geskribbeltes Blatt mit Kombination. Ach ja, wie schön. Ich weiß noch, wie ich damals Devil May Cry 3 gekauft habe und da war dann die Demo von Monster Hunter drauf. Ja, heißer Scheiß. Das war so gut. Dann habe ich diese Demo tot gespielt, ne? Das war sogar so eine extra DVD. Ja, herrlich. Da, irgendwer kann's reiten jetzt. Ja. Achso, irgendwer schon drauf. Ja, natürlich ist Drache, natürlich. Drache, du musst auch mal die anderen drauf lassen, ne? So Hale zum Beispiel. Also auf jeden Fall clever, das so zwischen den zwei Wänden zu machen mit dem Vieh. No more Mr. Nice Guy! Schwert und Schild will ja wieder ziemlich viel zocken, ne? Ja, Schwert und Schild ist auch nice. Komm nicht klar auf diese fetten Waschbär-Dachse. Sind schon lustig. Oh Gott, ich hab grad so einen Waschbär-Dachs getötet. Meint! Zu Unhold! Oh, Schuft! Sag mal, wie oft will die noch hin und her laufen, ey? Keine Ahnung. Putsch. Irgendwie Blitzbomben haben wir nicht am Start, oder? Gerade nicht, nein. Ah! Nee. Zu weg, Viech. Oh, Scheiße. Also da hinten fliegt was, aber ich glaube, das ist ein normaler Elfkäfer, ja.
Gorilla ist es. Jetzt müssen wir zu, ne? Ist mein Hund, die Luigi. Nice. Sehr schön. Adare Child Azurus ist es. Azurus ist jetzt okay. Gesundheit. Yes! Betäubt! Ist ja nice. Bitte Leute, lasst mich kurz das hier machen. Danke. Nice. Geil. Ja, ihr habt mich irgendwie zweimal umgeboxt gerade dabei. Falle legen. So. Das ist ja so dünn hier oben. Ne, Nico? Mhm. Ja, gar nichts zu melden. Oh! Eieiei. Da ist der Schwanz ab. Ich wurde gerade angefackelt. Bisher. Ja, noch besser als vergiftet. Ja, sagst du was. Boah, schon wieder Feuer. Aber jetzt könntest du es noch kratzen, ne? Weil das der Schwanz könnte nicht mehr vergiftet werden. Alter! Ich kann aus dem Block in die Ulti gehen. Ich raste aus. Hey, guck mal. Ich dachte, was ist jetzt los? Oh. Nein! Alter! Ich war noch so beeindruckt. Ich hab mich nicht mehr bewegt. Oh, scheiße. Der Shit ist halt auch einfach mega hype. Schärfen ist meine Idee. Was sagst du was? So, Ratja, ich hab gehört, du stirbst. Wäre einfach mal cool nice jetzt hier die ganze Zeit. Kombination auch über den Hochsprung macht und dann den Angriff nach vorne. Bist du so am Wegfliegen, ist krass. Denn du kannst halt, wenn du die Waffe noch nicht gezogen hast, beschwert und Schild nach oben springen und halt und dann nochmal das Move machen und fliegst du richtig weit. Das ist super. Oh, okay, sie kann noch vergiften mit dem Stummel. Aber Gegengift ist in den Items mit bei. Autsch, Mann.
war ganz schön unfreundlich hier gerade. Ich bin gleich tot. Bin tot. Nein, bist du nicht. Sehr gut. Gerettet. Das hieß garstig. Oh, wirklich? Ey, jetzt geht das mit dem Gift los. Wenn man denkt, das kommt gar nicht an, ne? Weil der Schwanz so klein ist, aber denkst du? Ah, denkst du, ne? Was die gedacht? Dicke macht's. Lady. I see you are a man of culture. Da scheint ein Ohrstöpsel drauf zu sein. So, interessant. Mich gerade nur interessiert. Hat er jetzt schon? Ich spuck Feuer jetzt. Ah, okay. Misu. Ja, haut euch gegenseitig. Komm, Leute. Habt Spaß. Macht ihr selbst out. Na, okay. Sie haut ab. Nur wohin? Oben. Wo genau oben, weiß ich nicht. Aber gucken wir mal. Also, ach so, da hinten. 14 ist das, oder? Ich glaube. Ja, ich könnte die Zahl besser lesen, wenn das Fadenkreuz da nicht drauf wäre. Das ist 11. Wollen wir darüber sprechen, wie schön diese Map ist? Ja, ist richtig fancy. Ich hab einen Götterkiefer gesammelt. Ey, ich finde das super nice, wenn man den ganzen Kram behalten durfte fürs Hauptspiel. Oh, da oben ist ihr Nest, okay, interessant. Na, ja, okay, geht los. Oh, was ist denn hier für ein Käfer? Ah, Deepens-Käfer. Hier können wir sie dann auch wieder anlocken mit den Eiern wahrscheinlich. Was sie jetzt abhaut. Da fingern wir ihre Eier einfach und dann läuft das schon. Oh. Das taktische Einsetzen von dem Hund ist aber auch nice. Kurz aufsitzen, sprinten, springen, angreifen. Ach du Schande. Oh oh. Kann einer Pulver? Ich nicht. Ach, hat noch Pulver? Ah, Haare hat er. So. Wenn ihr mal im Kampf schärfen wollt, ne, setzt ihr am besten auf den Hund und reitet im Kreis. Und schärft dabei. Ey, gute Idee. Und du kannst nämlich sogar. Ne, das ist schnell genug halt, um aus einem davon zu kommen. Ist mir gerade mal so eingefallen, dass das vielleicht eine Idee ist. Essen nebenher. Komm, geh hopsfiech. Diesmal sind die Rüstungssets aber auch geiler. So bei Volt hat es ja wirklich nur so die arschnasigen Sets halt irgendwie. Demo meine ich jetzt. Oh. Aha. Ist die Frage, locken wir sie jetzt mit Eiern an oder reiten? Versuch doch mal, mach doch mal.
Irgendwo waren die doch hier, hier hinten. Warte mal, warte mal. Drachat, warte mal. Drachat, 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 Drachat. Start lugging. Ich will wissen, ob sie direkt zurückkommt, wenn du das jetzt anpackst, weil wir sehen sie nämlich von hier. Hast du schon eine Hand? Ja. Kann man die gar nicht mehr so fallen lassen? Also sie guckt die ganze Zeit dumm, aber irgendwie scheint sie nicht zu kommen. Jetzt humpelt sie wieder. Nee, lass fallen oder mach einen Sprung oder sowas. Irgendwie wechsel, versuchen Gegenstand zu benutzen. Weil irgendwie... Ja. Kommt sie nicht, deswegen jetzt. Ja. So, Drache, lass mal engagen. Ja. Das war sonst halt immer das geile Ding. Das ging eigentlich ja. Das wundert mich jetzt auch, aber hey. So kommt man das gleich feststellen für die Zukunft. Ja, vielleicht geht das ja auch bei anderen Maps oder so. Ja, oder in der, oder das geht in der Demo nicht. Das kannst du ja auch haben. Das ist halt schon so fortgeschrittene Taktik halt, ne? Oder, ne? Aber offiziell alle vier gelegt. Sehr nice. Ja, looten brauchen wir jetzt wirklich nicht. Also, for the good old times. So, wollt ihr den Azurus noch machen oder Mizu? Ich kann eigentlich direkt Mizu machen, ne? Wir haben eben beide gemacht. Gott, ey, mich haben hier gerade die Kleinen vergiftet, ne? Ja. Glaub mal. Ey, aber jetzt mal ohne Scherz, ne? Wir haben jetzt gerade in 15 Minuten mit dieser Ausrüstung hier, ne, die wir uns nicht vorher selbst zusammengestellt haben, souveräne Radian gelegt. So allzu schlecht ist es jetzt nicht. Oh Gott, guck mal, ein Gärhase. What the fuck? Ein moosbedeckter Hase kann die Wirkung mancher Objekte verbessern, okay? Okay, ich teste gerade mal, wie gut man hier klettern kann in dem Spiel. Okay, nice. Ja, Leute, ne, ich klettere hier gerade über die Heide. Alter, wie cool. Ich bin hier gerade über den Gebirgshang geklettert. Ach, du auch. Ja. Oh Gott, jetzt laufe ich hier an der Wand lang. Alter, fucking Falter, was ist hier los? Ey, das Klettern ist richtig geil. Und da oben sind noch überall Käfer, die man aufsammeln könnte. Ich dachte mal, jetzt probiere ich das mal. Die ganze Zeit habe ich erinnere mich an den ersten Trailer, so dass man überall rumhopfen kann hier. Ah, da ist ein großes Spooky. Es geht wirklich. Alles der Hammer, das muss ich auch gleich mal probieren. Ich bin immer noch im Fokus-Modus. Ja, klar. Nico und ich sind halt gerade über einen Gebirgsamm rübergekraxelt. Das ist richtig nice. Wow. Das ist ein bisschen tricky irgendwie, weil da so viel Auto-Run-Kram dabei ist irgendwie. Dass dann so automatisch anfängt, Wallrunning zu machen und so. Ich glaube, so wird man das raus hat. Schon nice, das ist schon nice. Sehr sexy, das Ganze. Uiuiuiui. Autsch. Was ist denn hier los, Mensch? Spiel. Ich glaube, die hält. Das war ich lieber. Der Gärhase intensiviert manche Objektseffekte. Das macht er ja immer noch. Cool ist das. Der ist komplett passiv immer dabei jetzt. Ach ja, ich habe einen Schlammkäfer, den kann ich auch noch benutzen. Ja, Schlammkäfer. Gärhase. Ja, du hast Waterblight gerade auf den gemacht. Oh, nice. Yes, gestunt! Oh shit.
Nein, Seife. No, nein, Seife. Ah! Hä, nicht nochmal? War das knapp daneben, Harle, oder hat das noch gesessen? Nee, hat getroffen. Okay. Sehr schön. Yes. Hat er gespielt. Glaube ich. Ey, wir machen das viel richtig wieder. Bubble Foam. Stell ihn überall hin, ey. Gott, ich bin so rutschig. Alter Schwede, ey. Ist das... War ich gerade auch, das war... Ist das seltsam. Sehr interessant auf jeden Fall. Weil man ist, das wirkt einfach mal viel doller jetzt mit dem, mit der neuen dynamischen Steuerung halt. Ja. So, Hund, komm, ich muss schärfen. Hund will nicht kommen, okay, dann. Oh Gott, ich bin so rutschig! Oh Gott, das ist so seltsam. Ich bin gerade mit dem lächerlichsten Lieb, hab ich ihn gerade aus der Luft geholt. Oh Mann, ich rutsche immer an ihm vorbei. Oh, irgendwer kann hier reiten. Nick ist drauf. Gehen wir mal. Au. Mal alle Möbel kaputt und alle Häuser. Ganze Häuser geschrottet habe, herrlich. Oh, falsche fucking Taste, ich fass es nicht. Da jetzt. Bam. Ui, 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 ich bin gleich. Hops. Aber ich schaff's zu healen. Ja. Hoffentlich gut. Alles gut. Jawohl. Ah ja, genau, wo ich gerade Futz sage, ne? Nico, ich hatte nämlich den silvesterlichen Stromausfall. Weil die Lampe kaputt gegangen ist. Ja. Und mache ich hier gerade die Switch an. Und die Switch läuft auch alles super. Aber der Fernseher will nicht angehen. Was ist jetzt los? Und dann guck ich so, also weil der Fernseher ist an, also es läuft, aber normalerweise machst du die Switch an, packst du die Dockstation und der Fernseher geht an. Ja. Wenn du halt
ne, weil das, wenn die Switch an war. So, passiert aber nicht. Ist jetzt los? Okay, findet er die Konsole nicht. Oh Gott. Hat die Überspannung vielleicht das Gerät gekillt? Ich so, oh nee, dann sind die Dockstation. Hab ich geguckt so. Sieht alles gut aus. Kabel rausgezogen, anderes Kabel rein. Hat er sich beschwert. So, ah, ich will aber ein vernünftiges Ladekabel haben. So, okay. Andere wieder reingetan. Und auf einmal erkennt er sie wieder. Wow. So, warum? Der Schock war erstmal da. Ja, ist halt echt ätzend. Weil ich jetzt mir richtig vorstellen können, ne? Weil ja viele Leute berichteten, dass die Dockstation halt, ne? Auch so ein bisschen flimsig ist. Ist sie ja auch. Im Endeffekt ist es ja ein Chipsatz in der Plastikhülle drin. Sehr glaubhafte Imitation gerade. Oder? Richtig Mühe gegeben. Die grünen Blasen heilen dann doch, ne? Ja. Ich glaube, die roten buffen noch den Angriff oder sowas. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Wirklich? Ich glaube ja. Oh, Scheiße, was ein Move. Soll ich ja schärfen. Ja, ich glaube, ich bin gerade safe. Ja, er ist aus der Puste. Oder sie oder was auch immer. Es. Was wird das denn jetzt? Und ist hier nicht. So groß ist okay. Ob der noch mitmachen hier, ey. Ich überlege gerade jetzt den großen Zug hier schnell reiten und dann angreifen. Weißt du was, das versuchen wir mal. Erstmal versuchen den ranzuholen, damit wir den reiten können, um anzugreifen. So, bin drauf. Ja, perfekt, greif ihn an, hol ihn dir. Einmal den Pfad runter hier. Wow. Bin auf dem Weg. Ja, Mann, Nico, Angriff. Versuch den Special zu bekommen. Guck mal, das ist geil, Alter. Gib ihm ein Fettig. Siehst du alle jetzt hier, greift Nico mit. Nimm ihn zu Bier. Und wie mountet man die so? Du musst halt ganz halt diese Fädenangriffe machen. Und es okay. Akkumuliert sich ja irgendwann, ähnlich wie halt die Besteigchance. Ja, Mann. Mhm. Und dann kommst du halt drauf, oder beziehungsweise irgendeiner kommt dann rauf, weil halt der am meisten angreift in dem Moment. Oder Artwork. Okay. Ja, geil, Alter. Das war lustig. Und es ist halt noch ein bisschen asiger als halt in den Vortiteln, weil da war das ja so, dass halt nur durch Sprungschaden halt das dann passiert. Und hier ist es halt so, dass dann jederzeit irgendeiner einfach raufkommt, wenn genug Fadenschaden entstanden ist.
Fadenschaden. Fadenschaden. Ja, das nenne ich so. Und ja. Aber du siehst, ne, so kann man ja wenigstens auch schon mit dem Itsuki richtig Kacke hauen, ne? Er hat echt gut Schaden gemacht. Und es macht ja auch Spaß und ist relativ safe drauf. Ja, Mann. Und du warst super schnell. Hast du mal gesehen, wie schnell du den Berg unten warst? Ich war nicht halb so schnell. Im Sprint mit dem Vieh, mit dem Hund hier. Das war ganz großes Tennis, diese Aktion. Okay, wer hat liegt so, ja nur noch. Wer hat ihn gerade so krass katapultiert, dass er über den Boden gerutscht ist? Und weg. Oh, das war's. Ich möchte betonen, dass wir gerade Ratian und den Mizuno gemacht haben in der Demo. Und dass du den fucking Mizuno mit dem Zuki angegriffen hast. Ja, da war doch alles drin, oder was? Ja, Mann, das war einmal die gesamte Action-Packen, die möglich war. Richtig geil. Also, wenn ich jetzt eigentlich die Hunde sehe, ne, wie die halt ihre Kusigarama haben, ne, hätte ich auch Bock drauf auf so eine Waffe. Zieh dir das mal rein, Nico. Eieiei. Das ist schon echt gut. Jetzt habe ich ja keinen Bock mehr zu warten bis März, ne? Ja, das ist es halt, weißt du? Jetzt möchte ich alles klatschen. Am Anfang des Streams dachte ich noch so, ja, ist ja gut, wegen anderen Spielen. Ja, jetzt will ich aber schon doch weiterspielen. Ich habe auch gerade geguckt, so unglaublich viel kommt gar nicht raus. Ja, oh, irgendwas hatte ich letztens. Zwei, drei Dinger. Also es kommt noch das neue Atelier, kommt raus. Ja, Ende Januar. Nochmal. Aber ich habe das erste noch nicht durch, aber ich habe da jetzt gerade einen großen Boss gelegt. Nice. Ich nehme das ja heimlich auf. So, ich nehme mal hier einen großen Suki. Wieder was Leichtes, um mal einen anderen Waffentyp anzugucken. Is9. Is9 kommt auch noch. Also Is9. Ja. Monstrum Nox. Da habe ich auch Bock drauf, das Ding. Sieht richtig gut aus, habe ich auf der Wunschliste bei Amazon tatsächlich. Das ist ziemlich geil, ja. Oh, ich guck mir den Hammer mal an. Hammer ist super witzig. Auch die Käfer-Moves sind super nice. Ja, Persona Strikers. Dann halt noch, wie gerade schon gesagt, ich. Ja, du hast doch schon schöne Sachen. Ah ja, Guilty Gear Strive, aber das ist im April. Ja, und das, das kann ich mir erstmal in der PS5 holen. Ja. Aber ich glaube, bis April hast du eine. Ja, ich denke mal auch. So. Es sei denn. Nein. Man kann die PS5 zum Meinen nutzen. So, was geht denn hier? Überkopfschlag, Seitwärtsschlag, das gedrückt halten. Beim Aufladen, Ladungswechsel. Wie beim Aufladen, Ladungswechsel, was. Aber ich werde nochmal ein bisschen versuchen zu klettern gleich. Hä? Weißt du was? Ja, ich versuche ein bisschen zu klettern. Hat jetzt unterschiedliche Ladungen oder was? So, mal wie wir da hochkommen jetzt hier. Okay. Das ist aber auch neu. Okay, wie komme ich denn jetzt? Warte mal, so. Und dann rennt er da ja. Ich will aber nicht abspringen, Spiel. Okay, es gibt drei Stufen, von denen jede über den eigenen. Ach, so muss man das machen. Den Walljump, okay. Ist ja ein bisschen mühselig, das Klettern. Oh, ich bin gleich oben. Aber es ist anstrengend. Wir erklären dir gar nicht, was die Geladenen denn machen. Also, wenn ihr übrigens auf Berge raufklettern wollt, ne, ich bin jetzt fast auf den Berg drauf, dann müsst ihr mit ZL und dann X ran, dann müsst ihr halt, dann springt er aber irgendwann von der Wand ab und dann müsst ihr einfach wieder ZL und X drücken. Weil das kannst du nämlich unendlich machen anscheinend.
Also halbwegs zumindest. Also ich habe halt drei Käfer und das erholt sich sehr schnell, weil ich nicht im Kampf bin. Jetzt bin ich ganz oben. Also, naja, fast. Hey, hier sind überall Käfer. Alter, hier sind sogar noch mehr Gegner. Was geht? Hier oben sind noch diese fliegenden Viecher. Wie heißen sie nochmal? Meinst du jetzt die Vespoiden, oder? Nee, die man in World benutzt zum Fliegen. Diese Gexen. Ach so, ja, ja, keine Ahnung, wie die heißen, aber. Kein Plan, aber ja. Hier oben ist auch noch eine Arena. Was ist das denn für ein Tier? Ein Stinkmink! Ich habe einen Stinkmink gefunden. Ein spezielles Pheromon, was Gegner anlockt. Ja, geil! Und das heißt Gestanknerz, ist auch schön, ne? Ein Stinkmink. Ja, die haben das Miefnerz übersetzt. Ach, Miefnerz. Ja. Ach, Miefnerz ist doch schön. Ah, stimmt, die sind richtig viele Käfer hier oben. Oh, das Wirebug, perfekt. Dann kam ich mit Efeu hoch. Oh, scheiße, jetzt bin ich runtergesprungen wie so ein Depp. Einmal ganz runter, das. Ja. Renn hier noch mit so einem Hundi rum. Guck mal. Wie weit ich jetzt komme. Ich glaube, ich bin nicht auf dem höchsten Punkt. Ja, ich hab's geschafft. Also was ist das? Was ist denn das? Ey, ich feier das Geklettert. Tja, Leute. Sein ganz Ruf zieht große Monster an. Können wir ein paar Bilder machen. Da unten ist Drachet. Wo ist denn der Nico? Da ist Harlo und Nico. Oh, ihr seid ja ganz klein da unten. Ich bin jetzt zwei ganz Käfer. Guck mal hoch, Nico, guck mal hoch. Siehst du meinen Namen? Ich bin oben auf der Bergspitze drauf. Ich komme jetzt mal zu dir runtergesprungen. Achtung. Oh Gott. Hast du gesehen? Ja, dein Name so. Ist ja noch voll viel Map versteckt. Ey, ist richtig mega viel Map, Alter. Das ist unnormal. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade in so einem dünnen Schluchtsystem halt mit Minen-Nodes und allem möglichen Kram und halt ein Efeu und. Ach, das ist super. Es ist richtig geil und du kannst überall rauf. Ich frage mich, ob sie denn hier auch noch irgendwie was Sinnvolles später verstecken. Außer jetzt Upgrade-Käfer. Stimmt. Besonderes Loot oder da oben Gegner. Sind nämlich noch so Bereiche, wo man definitiv auch gegen Monster noch kämpfen kann. Oh, hier geht's noch. Ah ja, genau, hier sind diese Flugechsen, von denen du erzählt hast. Sind die nicht Remobra oder so? Mobra, genau. Ey, ich feiere das so sehr. Und hier gibt's auch einen Fußweg hoch anscheinend, sehe ich gerade, aber hochzuklettern ist natürlich cooler. Aua. So, will ich mal Drachet helfen, der ist da so einsam. Oh Gott. Alter, bin ich hoch. Was geht? Ist das geil, wie weit oben du bist. Macht ihr alle den Izuki oder was? Ja, wir sind beim Izuki, genau. Na, dann komm ich mal rüber. Von wie schnell man auch einfach da ist. Ja, ne? Kommst du angeschossen einfach mal von ganz oben. Könnte übrigens jetzt passieren, dass der Bär vielleicht zu uns kommt. Ich hab nämlich dieses Stinkevieh eingesetzt. Get ready. No, no, you don't.
Hast du das geahnt, dass der Hammer 2 Angriffsmodi hat? Ja. Yep. Ist ja voll nice. Mit lila und mit normal, ne? Ja. Genau. Und hast du beide Moves schon probiert? Ja, ja. Das ist dann ein unterschiedlicher Auflademove, je nachdem, ob du stehen bleibst oder nach vorne längst. Achso. Genau. Ganz interessant. Sollte ich mich doch mal heilen. Yes. Okay, da haben wir es richtig gut. Genau der Move, der ist so geil auch. Alter. Ich finde, glaube ich, den lila Modus besser. So, das ist so ein nach vorne Jumper, okay. Ja, cool. Ja, der vorne Jumper ist dann wie wenn du rutscht, weißt du? Der Schaden ist übel. Ich hab nichts mehr zu melden, ja. Ja, Schwert und Schild auf jeden Fall. Oh, jemand kann reiten. Hale, trotzdem. Oh Gott! Ja! Okay, Hale, mit R kannst du halt laufen, mit X oder A kannst du normale Angriffe machen, mit Y kannst du ihn in eine Wand reinrennen lassen. Wenn du ihn in eine Wand reinrennen lässt, kannst du dein Gleichgewicht wieder mit B halten. Genau, du musst übrigens sprinten gedrückt, genau, super! Dann musst du wieder B drücken, um wieder raufzukommen. Oh. Genau, wenn du dann B drückst, dann wendest du den, ohne abzurutschen halt. Und dann kannst du nochmal an die Wand. Ja, geil! Ah ne, wird gekauft. Ja. Ich finde, es läuft doch super gut. Ja. Ich hätte ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn das jetzt so worldmäßig ist, dass es vielleicht dann nicht so geil läuft auf der Konsole. Aber nö. Wir haben so ein schönes Zwischending bekommen von der Generations-Optik und der World-Optik. Das ist halt... sieht echt gut aus. Ist ein richtig hübsches Spiel. Absolut. Wie ist bei euch? Ist Luft raus oder ist noch für eine Mission drin, oder? Also ich habe jetzt ja alles mehrmals weggeklatscht. Ja, für mich reicht es eigentlich auch, grundsätzlich. Ja, nice. Da haben wir, glaube ich, alles gezeigt, was man so zeigen muss in der Demo. Und hat richtig viel Spaß gemacht. Ey, geiles Game. Ich habe es ja eh schon dreimal vorgestellt, bei Anja, Marie und mich. vor Monaten. Und jedes einzelne Mal zelebriert. Ja. Immer so eine kleine Klickpause dazwischen gemacht. Oh, thank you for playing. Oh. Das ist immer so, das ist so wenig und doch so viel. Weißt du, was ich meine? Ey, wie geil dieses Dorf auch schon aussieht. Ich hab da so Bock drauf. Ja. Connector, Nintendo eShop, Pre-Order, Full Game. mach ich, wenn das nächste Gehalt da ist. Ja, auch so digital habe ich nicht so Bock drauf. So Monster Hunter, weiß ich nicht. Nee, das werde ich mir digital holen, weil es ja nur digital die Deluxe gibt. Na. Da wollte ich halt bei. Was ich auch doof finde. Ich finde das scheiße. Warum gibt es nicht den Deluxe auch so? Ich muss bei der Switch ein bisschen auf den Speicherplatz achten. Ja, schau mal. Ja, sehr nice. Sehr nice. Okay, das war's. Ich überlege noch, eigentlich war für heute ja noch ein Fire Emblem Three Houses Stream angesagt. Oh nein! Ich wollte sehen. Und der war für 18 Uhr angesagt, aber es verschiebt sich nur ein bisschen. Ach so. Weil wir noch Abendbrot essen und so. Ganz gut, Kalle. Hab ich nichts gesagt. Die Reaktion so. Nein! Also, Fire Emblem kommt nie!
Immer kommt irgendwas anderes dazwischen. Doch, Fire Emblem kommt noch, aber vielleicht nicht 18 Uhr, sondern ein bisschen später einfach. Ey Nico, wie sieht das eigentlich aus mit Nioh? Ja, ich weiß nicht, ob heute Nioh dann noch drin ist, weil dann habe ich echt Overload im Zocken, ne? Dann mache ich jetzt kurz Pause, dann spiele ich Free Houses und dann ist schon echt spät, ne? Ja, stimmt schon. Muss ich gucken, ob das nicht zu spät wird. Aber, vielleicht morgen? Ja, ich schreibe mich mal an. Ich muss morgen auf jeden Fall ein bisschen Ninja Brigade Sachen noch machen. Ja. Aber schreib mich mal an. Aber ich sage erstmal zum Stream: Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss!